So, und damit herzlich willkommen zu einem Überraschungs-Livestream-Abend, mal doch an einem Samstag, mit dem Spiel Beyond All Reason, einem kostenlosen Echtzeitstrategiespiel im Erbe von Total Total Annihilation. Das ist irgendwie so ein Halsbrecher bei mir immer wieder. Was wiederum Vorbild für Supreme Commander war. Also, sagen wir es mal so, für alle Leute, die Supreme Commander kennen, das Spiel kommt sehr nach Supreme Commander, das spielt sich schon fast und sieht aus wie eine neuere Version von Supreme Commander, wenn man so sagen will, und ist komplett kostenlos und frei zur Verfügung. Also, für alle, die es interessiert, der erste Link in der Videobeschreibung führt zur Seite. Man kann die Entwickler per Spenden unterstützen, wenn man will. Und man kriegt die Grundversion für Singleplayer komplett kostenlos. Ich glaube, Multiplayer und Co-op muss man, glaube ich, eine Art Mitgliedschaft haben. Da war irgendwas in der Richtung. Aber Singleplayer zum Reinspielen kann jeder komplett kostenlos sich holen für Beyond All Reason. Und da gucken wir heute rein. Ich hatte eigentlich schon mal öfters vor, mich mal in das Spiel einzuspielen und ein Video dazu zu machen. Das hat sich jetzt Wochen für Wochen hingeschoben und ich kam einfach nicht dazu. Jetzt dachte ich mir kurzerhand, jetzt habe ich einen Tag extra zum Livestream. Jetzt schauen wir uns das Spiel gemeinsam an. Das heißt, das wird für mich auch die erste Runde, also so das erste Mal eintauchen beim Spiel. Ich habe bis jetzt immer nur Videomaterial zu gesehen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie wir mit dem Spiel hier zurechtkommen. Wir machen einfach mal ein Skirmish und starten einfach mal in einem 1 gegen 1, oder? Simple AI. Owner Play. Ah, hier kann man Team adden Play. Ich muss gerade mal kurz... okay. Das ist jetzt schon 4 gegen 4, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte gerne für den Start gerne wirklich eine 1 gegen 1 Map oder sowas. Change Map. Ach du liebe Zeit. Ja, da gibt es ein bisschen was in Auswahl. Da, 1 gegen 1, Avalanche. Ah, da steht sogar da, Typ. 1 gegen 1 Team. Alles klar. 1 gegen 1. Was für eine Karte wird sich denn gut eignen? Ui, die sieht interessant aus. Hills und Water. Müssen wir aber runterladen. Aber ja, ich glaube, das ist auch wirklich mit einer Art Workshop verbunden, dass man jede Menge Karten hier zur Verfügung hat. Das ist ja Wahnsinn. Spiel, bitte. Danke. Ich glaube, die Karte von vorhin sah ganz cool aus. Die würde ich mir vielleicht... Oh, Death Valley hat vielleicht auch was. Sortieren wir mal nach Typ. Was haben wir denn da so Schönes? Quicksilver... Keine Sorge, Chat, ich bin gleich für euch da. Ich möchte nur gucken, wo wir heute anfangen. Wisst ihr was? Nehmen wir die Map, die sieht verdammt cool aus, muss ich sagen. Pillar of Doom. Und da es eine 1 gegen 1 Map ist, brauchen wir eigentlich keine AIs auf unserer Seite. Ich möchte mir zum Anfang erstmal selbst alles angucken. Was können wir denn machen? Es gibt eine Barbarian AI, also ähnlich wie bei Age of Empires. Ach du heilige... Ich glaube, das braucht man nicht. Simple, easy player beginner AI. For your first game. Ich glaube, das machen wir mal, weil ich habe zwar grundsätzliches Wissen zu Supreme Commander, aber ich habe noch keinerlei Ahnung, wie man das Spiel spielt. Von daher eine kleine Einspielrunde gegen eine beginner AI klingt erstmal ganz nett. Okay. Lieber Chat. Hallöchen an alle, die hinein spazieren und reinschneiden. Die brutale Menge an Premium-Content, die du jede Woche rausdübest, ist echt fabulös. Danke, mein Pferdefreund. Gerne doch, Max. Ja, die Auswahl der Karten ist wirklich wahnsinnig, da habt ihr recht. So, ich würde sagen, starten wir rein. Muss ich noch eine Fraktion auswählen? Ich glaube, es gab noch verschiedene Fraktionen, ne? Ups. Okay. Dann gucken wir mal, wie es wird. Ich habe jetzt auch noch nicht großartig was in der Steuerung eingestellt. Ich weiß, dass man im Spiel im Idealfall viel mit Quickslots macht. Werde ich jetzt erstmal nicht zum Einspielen. Vielleicht heute den ganzen Tag nicht. Wird sich zeigen, wie gut das hinhaut oder nicht. Jetzt darf ich die Fraktion auswählen. Armada oder Cortex? Machen wir einfach mal Armada. Das ist wahrscheinlich so das, was im ehesten die UEF ist, wenn man so will. Und Kill Enemy Commander. Also wie bei
Startspot. Ich darf mir wirklich einen Startspot sogar selber aussuchen. Das ist interessant. Ja, was mache ich denn? Wie wähle ich die aus? Pick a Faction. Commander. Muss ich einfach schon mal was bauen? Mittelextraktor? Sieht es so aus, als wäre das jetzt mein Start? Oder wie geht das? Nee. Hä? Wie wähle ich eine Start... Choose a starting point. Ja, wie mache ich das? Achso! Ah! Das da draußen. Ah, das ist meine mögliche Starting Position und das ist die gegnerische. Verstehe. Ja gut, dann machen wir mal. Und ich könnte, bevor das Spiel losgeht, schon Bauschleifen setzen. Wie geil ist das denn? Okay. First, you need to produce metal and energy. Start by building a metal extractor on a metal spot. Indicated by the rotating circles on the map. So weit zu Supreme Commander. Use energy to efficiently construct units. Build windmills or solar panels. Energy Converter. 70 Energie zu einem Metall. Das möchte ich nicht haben. Wind oder Solar? Gibt es hier wie bei Supreme Commander irgendwelche Synergieeffekte? Ich bin mir unsicher. Ich mache aber mal ein paar Windsachen hierher. Energie, Botlab, Vehicle Plant. Machen wir erstmal ein paar Sachen. Und moin an alle, die hinzukommen. So, oh Gott, hier gibt es so viele Sachen. Übrigens, das Spiel ist noch in der Alpha. Aber wie gesagt, jeder kann es sich kostenlos runterladen und selbst reinspielen. Ich meine mal irgendwo in einem Video was gesehen zu haben, dass man... ja, hier sieht man die Windstärke aktuell. Und wahrscheinlich sieht man auch irgendwo, wie stark die Sonne gerade scheint für die Solarsachen. Wir können einfach mal gerade beides machen, ein bisschen. Dann haben wir hier schon mal Metall. Und dann machen wir mal... erstmal ein Botlab. Botlab. Vehicle Plant. Also Infanterie, Fahrzeuge, Aircraft Plant. Okay, alles klar, weiß man Bescheid. Und ein Hovercraft. Ah, okay, machen wir dann auch mal. Und dann hoffe ich, dass ich mal weitere Techniker ausbilden kann, wie bei Supreme Commander. Das wäre ganz cool zu wissen. Ich habe mal ein Pro-Spiel gesehen, da kommst du nicht mit den Augen nach. Ja, das ist... Ich glaube... Und man... In general, Bots are cheaper to produce, but also less armored. Construction Bot, das möchte ich doch sehen. Tier 1, also es ist wirklich wie bei Supreme Commander. Aber ja, von wegen Pro-Spiele. Soweit ich weiß, das Spiel ist stark von Total Annihilation und von Supreme Commander inspiriert. Aber die Entwickler sind, glaube ich, aus der StarCraft 2-Szene. Und das merkt man auch so ein bisschen vom Grafikstil und an der Kompetitivität, die das Spiel hat. Weil, soweit ich gesehen habe, ist dieser kompetitive Multiplayer hier im Game ziemlich heftig. Generally well armored and equipped with heavier weapons. However, vehicles are less maneuverable than bots and cannot traverse deep terrain. Manövrable? On off. Windspeed ist gerade nicht so gut. Was sagt denn eigentlich die Sonne? Keine Ahnung. Alles klar. Gibt es hier einen Synergieeffekt zwischen Kraftwerken und... Solar Collector Energy Storage. Gibt es einen Bonus, wenn man die in der Nähe platziert? Wie bei Supreme Commander. Sieht mir nicht so aus. Zumindest wird hier nichts angezeigt. Ist das nochmal... Sagt übrigens, wenn das Spiel ein bisschen lauter sein soll. Irgendwie kommt hier selten Musik bei durch, ne? Battle paused. Battle paused. Master... Passt eigentlich so. Wenn mehr Musik da ist. Kann gut gerne ein bisschen häufiger kommen. So, oh Gott, wie lange ein Construction Vehicle alleine braucht, das ist ja der Wahnsinn. Ich brauche echt mehr Ressourcen, ne? Kann ich auch Ressourcen abernten hier bei Supreme Commander? Ich sage, ich hole aus Bäumen Masse raus. Obwohl, es ist ja eigentlich Metall und nicht Masse. Das heißt, Emirs Mutter würde nur zählen, wenn sie ein Cyborg wäre. Ich hoffe, dass irgendwas... Das ist auch meine Hoffnung, gerade weil die kompetitive Szene ja drin ist, weil für die kann es selten komplex genug sein. Und ein bisschen, gerade vom Interface her,
ist es ein bisschen erschlagen, was es hier alles an Möglichkeiten zum Einstellen gibt. They are specifically a strong support class with great speed and potential. However, aircraft are very vulnerable to anti-air. Knowing when and where to strike is crucial. Um Gottes Willen. Hä, warum ist jetzt kurz alles auf? Ah, wahrscheinlich, weil ich hier Metal-Extrakte angewählt habe. Passt schon. Metal-Leute, komm, mal ran hier. Aber lass uns bei einem Konstruktor, der mir hier hilft. Dankeschön. Oh, guck mal, wie süß. Der läuft durch die Gegend. So, du kannst mir jetzt auch Sachen holen. Armada. Ich werde angegriffen? Oh mein Gott, da kommt ein Panzer. Nee, vergesst das mal schön. Hier gibt es verschiedene... Okay, gibt es noch verbesserte Solarkollektoren und geothermalische... Construction Turret? Okay, ist auch interessant. Machen wir mal bitte noch Kraftwerke gehen eigentlich gerade noch, aber machen wir einfach noch mal ein bisschen was. Aller Art. Dann mache ich mal ein paar Energiespeicher dazu. Und guck mal, ob es da Synergieeffekte gibt. Das werden wir sehen. So, dann können wir vielleicht schon mal ein paar Basiseinheiten bauen. Ne Tick. Okay, Scoutbot. Machen wir mal ein paar Scoutbots. Stealthy-Res Repair Reclaimbot. Porn, Fast Infanterie, Rocketeer, ja okay, sagt der Name. Maze, ein Streitkolben, Light Plasma Bot, okay. Centurion, Medium und Crossbow, Amphibische. Machen wir einfach mal eine Mischung von allem dann. Das sind meine Scouts, meine Ticks. Machen wir einfach mal ein paar von denen, ein paar von denen, ein paar von denen, ein paar von denen. Ein paar Crossbows. Wie kann man in der Tierstufe hochgehen? Ich sehe zumindest nichts wie bei Supreme Commander, dass man irgendwo auf... Ey! Low power. Knallt er mir einfach mein Zeug weg. Light Laser Tower. Machen wir mal ein paar kleine Verteidigungstürme immer wieder hin zu unseren Punkten. Bitte nochmal ein Construction Vehicle, bitte. Construction Aircraft gibt's auch. Falconer Fighter, Light Gunship. Ich hole mir mal ein paar Gunships. Oh Mann, die habe ich gerade erst Soweit ich weiß, die Kämpfe sollen jetzt sehr spratzig und effektreich sein. Und ja, wie ihr schon seht, mit viel, dass da alles durch die Gegend fliegt. Auf jeden Fall tolle Sache und so. Okay, ich habe ein paar Lightbots. Macht ihn fertig. Dacker, dacker. Ja, nice. Ha! Oh, oh Gott, er hat Artillerie. Vorsicht. Bitte wegschießen, danke. Guten Tag an alle, die reinkommen. Crossbow, nice. Jawohl. Kannst du das? Ja, du kannst recyceln. Sehr nice, mach mal. Warum hört sich so an, als würde ich geblitzdingst werden? Oh Gott, ich produziere gerade ein paar viele Sachen gleichzeitig. Rocketeer habe ich endlich, sehr nice. Und ja, wie bei Supreme Commander üblich, kann man hier sehr weit rauszoomen. So, Metall geht jetzt aktuell wieder. Ist das Construction Vehicle irgendwie besser? Groundhog. Rover. Blitz. Twin Medium Rocket Launcher. Stout. Medium Assault Tank. Light Artillerie. Der Shell Shocker. Whistler. Pinzer. Meine Güte. Soweit ich weiß, kann man ja auch übelste Artilleriebatterien aufbauen, wie es auch in Supreme Commander der Fall war. Also, für Leute, die damit Spaß haben, ja, wirklich Spaß. Rakete! Oh Gott, das sind keine zielsuchenden Raketen. Oh, shit. Ja, trefft ihr auch mal was? Das Ding sieht fast aus wie ein Toxintraktor aus Generals. Das Ding da. Reparierst du den bitte oder recycelst du den jetzt? Schauen wir mal.
Bist du fertig? Noch nicht ganz. So, geht meine Energiedichte hoch dadurch, dass... Nee. Es gibt hier keine Synergieeffekte, wie es scheint. Alles klar. Auch in der Nähe von anderen, von Produktionsgebäuden anscheinend auch nicht, oder? Hm. Ja gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann machen wir einfach nochmal ein bisschen weiter so an Power. Bisschen gemischt für den Fall, was gerade so aussieht. Später könnte man dann wirklich mal einen geothermalen Schuss machen. So, ich habe ein paar Gunships. Die werden uns hoffentlich weiterhelfen. Bomber, Airtransport. Weiter. Könnt ihr irgendwie Transport hier patrouillieren? Kann ich das machen wie bei Supreme Commander? Nee. Wie mache ich Patrol bei euch? So, okay, alles klar, zwischen den beiden Stellen. Dann patrouilliert mir da kurz mal ein bisschen. Dann hätte ich gerne nochmal Medal. Ich hätte gerne einen Scout. Oh, da kommen die dickeren Mechs. Ah, Energie ist gerade ein Problem. Energiespeicher erhöht die Menge, die du nutzen kannst. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ich habe mich nur gefragt, ob es ja auch ein... Oh Gott, au. Ja, es ist Luftabwehr, ne? Oh mein Gott, was bist denn du? Ich muss ganz schnell weg. Ich habe mich nur gefragt, ob es Energieeffekte gibt wie in Supreme Commander. Da haben nämlich die Energiespeicher auch die... Ah, hier. So. Oh mein Gott. Stimmt, das habe ich mal gesehen. Ein Video zur Formation. Schaut mal, wie man Formationen ziehen kann. Man kann so Formationen machen. Man kann die sogar so ziehen. Das ist ja geil. Oh, das ist mega. Ich wünschte, fast alle... Boah, wenn mehr Spiele so ein Formationssystem hätten. Okay, du... Oh, sind das schon hier zwei Sachen? Nee, das sieht nur so aus. Ne? Das ist... Passt schon. Wir brauchen noch mehr Energie. Irgendwie geht das nur sehr langsam voran gerade. Oh, oh. Na komm, da kümmern wir uns mal drum. Und ich hätte gerne mal ein paar Fahrzeuge jetzt. Holen wir mal Assault Tanks und Artillerie. Das scheint eine gute Funktion zu sein. Und ein paar Missile Trucks. Okay. Erwischt. Aber jetzt mal langsam Ruhe hier. Der Turm schießt auch alles an, oder? Das ist ja eklig. Mach den mal weg, bitte. Rocketeer, Centurion. Okay. Haben wir. Einfach 1:1 Supreme Commander. Man merkt, das ist auf jeden Fall stark inspiriert von... Scout. Du da. Flieg mir mal ein bisschen durch die Gegend und erkunde mir mal. Danke. Hui. Ein paar Bomber zu haben, könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. So, zusammen mit den Panzern hätte ich gerne... ...ein paar Bots gemischt. Vielleicht sogar wirklich so ein paar... ...leichte. Okay. Ich hätte gerne meinen Metal-Extractor zurück. Ah, stimmt, mein leichtes Gunship ist noch hier. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich hier das Level erhöhe. Ich kann doch bestimmt wie bei Supreme Commander auf Tier 2 switchen. Die Frage ist, wie? Tier 2 Luftwehr ist gemein, die deckt die ganze Karte ab. Vor allem so eine kleinere Karte wie hier, ne? Weil ich glaube, dass das Spiel... Oh, da habe ich schon mal Gegner gefunden. Ich glaube, dass das Spiel... sehr auf große Karten ausgelegt ist. Das ist ja wirklich so eine absolute Minimap. Wir können wahrscheinlich schon leichte Artillerie über die halbe Map schießen. Was ein bisschen heftig ist. Weil Supreme Commander ist ja mit gewaltigen Distanzen. Das möchte ich heute auf jeden Fall auch machen. Über gewaltige Distanzen mal zu kämpfen. Jetzt frage ich mich halt wirklich... Tech One Ships... Ah, Schiffe gibt's auch. Chainsaw, Bombers, Range, Air Missiles, Light Anti-Air Tower, Medium Plasma, Artillerie. Ja, machen wir mal eine hierher.
Drachenzähne. Ein Radarturm! Jawohl! Das kenne ich doch auch noch von... Oh, das ist eine schöne Reichweite. Ja, ich möchte gerne sehen, wo was passiert. So, Energie. Wasting Energy. Ja, Entschuldigung. Ich baue mal weitere Speicher. Nee. Ich frage mich immer noch, wie das aufwerten geht. Moin, Skater. Moin an alle, die dazukommen. So, rüber mit euch. Masse wird weiter benötigt. Oh, da kann ich bestimmt die geothermalen Kraftwerke machen, ne? Das ist auf diesen... Du hast mir mal weiteres Metall, bitte. Weiß schon mal, dass hier Gegner sind. Jawohl. Putz. Ja, ist aber nicht ganz wie bei Super Pinguin, dass die Geschosse so schön angezeigt werden. Mal zurück, bitte. So, Radar ist fertig. Jetzt weiß ich Bescheid, was hier so kommt. Ja, das Spiel könnte ruhig ein bisschen mehr Musik haben. Muss ich ja sagen an der Stelle. Aber gut, das ist eine frühe Alpha, ne? Trotzdem Wahnsinn, wie butterweich das eigentlich auch läuft. Und gut. Tier 2. Das kannst du Energie in Metall umwandeln. Das wäre auch eine Idee. Ah, was die Energiekonverter angeht, ne? Könnte ich da ein bisschen was nutzen? Wäre durchaus eine Idee. Komm, ich will einfach noch meine Lightbots zusammen mit den schweren Panzern. So, ich hole erstmal noch ein bisschen so Metal Extraction. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, den Commander hier raus und rumzulaufen zu lassen. Jetzt muss ich mal wirklich herausfinden, wie kann ich Desintegrator Gun, okay, auf Tier 2 upgraden. Bei Supreme Commander hat man das bei den Gebäuden machen können, dass man sagt, okay, hier zu Stufe 2 Gebäude machen. Das sehe ich jetzt hier nicht direkt. Machen wir mal so ein Construction Vehicle R. Und nicht, dass mir Gebäude auffallen würden. Take one, take one, take one. Hovercraft, take 2 Bots. Ah, Advanced Lab, das wird dann nach und nach freigeschaltet. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Man upgradet keine bestehenden Fabriken, sondern baut nochmal neue. Oh, oh. Putz, putz. Oh, die Artillerie hier, die wird Spaß haben. Oh, die kann sogar fast bis in die Gegnerbase schießen schon. Das geht ja schon mal gut los. Oh, ich mag dieses Formationssystem. Das ist so, geht so flüssig und fluffig von der Hand. Aircraft spotted. Oh, hi. Ui, diese Luftabwehrraketen. Ja, gegen Luft habe ich gerade nicht so viel. Okay. Hallo Construction. Ah, die jeweiligen können dann auch jeweilig vom nächsten die Gebäude bauen, ich verstehe. Dann machst du mir mal ein Level 2 Tank Gedöns. So, meine Artillerie kann schießen. Bin mal gespannt. Schieb bitte nicht das Radar ab. Du ziehst das ziemlich in die Nähe.
Brauchst du ein klares Ziel oder kannst du nicht einfach reinschießen? Du musst doch einfach reinjäten können, oder? Das sieht wie Energie aus, ne? Oh, Low- und High-Trajectory. Das kann man sogar ein... Aua, das war ein Bomber. Man kann sogar einstellen, ob es wie hoch die Flugradius sein. Also Flugradius, ihr wisst schon, was ich meine. Also wie hoch die Parabel ist, die geschossen wird. Ich versuche einfach mal in meiner Sprache zu sprechen. Die Maps könnten etwas interessanter aussehen. Ich meine, gut, das ist jetzt... Es gibt ja noch einige andere Maps. Also die Bomber tun schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Okay, Hallöchen hier. Übrigens, was Supreme Commander angeht, also neben dem jetzt Beyond All Reason, das jetzt kostenlos ist, in der Grundversion, es ist ja noch ein weiteres Spiel in der Mache. Auf Steam kann man das auch schon mittlerweile wishlisten. Das ist dann tatsächlich eine etwas, ich glaube, mehr AAA-Variante. Weil das hier ist schon eher Indie. Ich bin mir aber unsicher, wie das Spiel nochmal hieß. Ich habe es mir auf jeden Fall auf die Wunschliste gesetzt. Aber es gibt nochmal so ein Supreme Commander-artiges Spiel, das auch auf Steam schon hier angekündigt ist. Ich weiß bloß nicht, ob es dieses Jahr kommen soll und wie es nochmal hieß. Ich komme gerade echt nicht drauf. Ich glaube, sobald ich den Namen sehe, weiß ich sofort wieder. Ja, sobald ich den Namen sehe, weiß ich sofort wieder den Namen. Aber... Und was ja übrigens schön ist, Koop-Modus, ne? Also es gibt hier tatsächlich einen Koop-Modus, mit dem man spielen kann im Game. Ich weiß nicht genau, was der beinhaltet, aber Koop-Spielen hört sich schon mal echt nice an. Aber das ist, wie gesagt, nicht in der kostenlosen Variante drin, soweit ich weiß, sondern nur diese, wo eine Mitgliedschaft braucht. Nehmen wir mal an, dass es, was Multiplayer angeht, so eine Art Service-Game ist. Aber der Singleplayer ist kostenlos. Das ist ja schon mal auf jeden Fall gut für alle, um sich eine Meinung zu bilden, ob einem das Spiel das Geld wert ist oder nicht. Wie eine riesen Sandbox-Demo, wenn man so will. Wo man alles austesten kann, was das Spiel hat. Sanctuary. Ja, das müsste sein. Sanctuary, ja. Die Artillerie hat tatsächlich das eigene... Das war ein Witz. Warum machst du das? Warum tust du sowas? Oh, nee. Das gibt es nicht. Hört mal auf, euch gegenseitig zu blockieren. Lasst erstmal einen fertig werden hier. Du kannst in der Zwischenzeit ja mal ein paar Stealthy Metal Extractor. Ja komm. Konverten wir mal ein bisschen Energie rüber zu Metal. Oh, hi. Aua. Da machen wir ein bisschen Stress. Obwohl, ne? Ein bisschen vorsichtig bleiben. Der Missile Truck. Ich nehme mal an, das dürfte gegen hier Luftabwehr sein. Also mache ich hier doch ein bisschen was. Hier und da. Oh. Hier zwei Construction Board. Das liest man auf jeden Fall auch gerne. Jammer Tower, sowas gibt's auch. Ah, jetzt schießt die Artillerie ein bisschen besser. Du machst mal wirklich, weil du so nah an Gegnern immer wieder bist, kannst du echt mal eine Low... Ah, du hast schon Low Trajectory. Ja, da sieht man es gleich. Das schießt gleich mit niedrigem Winkel. Das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. So, der nächste Construction Bot ist fertig. Was kann man denn hierzu alles machen? Fusionsreaktor. Advanced Energy. Advanced Metal Extractor. Kann man die auch aufwerten? So direkt oder muss man das. Okay. Ah, man kann einfach draufklicken und das macht automatisch das Upgrade. Das ist gut. Sehr gut. Mal bitte aufwerten. Ich hätte gerne mehr Metal. Okay. Hier gibt es doch bestimmt auch Schildgeneratoren.
Okay, alles, was über diesen Punkt ist, wird dann konvertiert. Gut, dann lassen wir es einfach mal so. Das ist gut. Wasting Metal. Ah, das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch mal sehen. So. Was haben wir denn hier jetzt? Assault Bots aller Art. Fast Radar Bot. Radar Bot. Heavy Plasma Sharpshooter. Machen wir mal ein paar. Archangel. Anti-Air. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Mobile Anti-Nuke. Oh, es gibt ja auch Nukes. You are being attacked by paralyzing units. When units are paralyzed, all their functions are temporarily disabled. Selber disabled. Okay. Uncool. Also so EMPs. Gibt's hier auch. Interessant. Ich halte mal noch ein bisschen die Frontline. Das Ding wurde ausradiert. Ja, genau, das wurde es. Mein Gott, was für ein Schlachtfeld hier. Ich frage mich, ob es hier schon die Fanmade-Karte von Seatons Clutch gibt. Das wäre eine Idee für ein 4 gegen 4. Ich hätte gerne Aircraft Stufe 2, Chainsaw, Bomb Restraint, Medium Age, Anti-Air, Missile Batterie. Meine Güte, noch eine längere Beschreibung bitte. Air Repair Pad, das kenne ich soweit. Unterstütz mal bitte. Hilfe, wo bin ich denn jetzt hin? Ah? Das war alles nicht Teil des Plans. Meine Güte, geht es. Ich habe auch nicht so wirklich ein Gefühl, ob ich jetzt noch Kontrolle über das alles habe. Lightlaser, Beamlaser. Machen wir mal ein paar Beamer-Turrets. Low power. Was kommt denn da an? Kommt die, um den Müll abzuholen, oder was ist das? Okay. Sharpshooter. Ich habe zu wenig Energie für den Sharpshooter. Energie muss ich dann auch mal wieder versorgen. Obwohl es aktuell wieder halbwegs okay aussieht. Sobald der hier damit fertig ist, machst du mir mal ein besseres Geothermalkraftwerk da hinten hin. Das sollte mir sehr gut was einbringen. Ich glaube, den Commander kann man nicht upgraden, ne? Wie ein Supreme Commander. Dass man sagt, okay, der kriegt jetzt Module ran, dass er auch höhere Tiers machen kann oder sowas. Oder kampfstärker wird. Hey, Udwin, kommt heute noch eine Folge? Morgen kommt... Nee, Moment. Ja, doch, heute ist Samstag. Naja, morgen kommt die Folge Stronghold Remaster. Morgen 18 Uhr geht's weiter. Aua, ich habe ein paar Verluste hier gemacht, muss ich gestehen. Und ich muss gestehen, es tut weh. Ich möchte mal ganz kurz meinen Willen äußern, dass ich will, dass es nicht mehr wehtut. Tech 1 Bots, Tech 1 Konstrukte. Wo ist mein Tier 2 Techniker hin? Den, ach ja, den habe ich hochgeschickt zum Energie holen. Okay. Ey, es wird langsam etwas brutal. Das ist die ganz leichte KI übrigens, wollte ich mal gesagt haben nochmal. Gut fürs erste Match.
Okay, Beamer. Oh, es gibt noch einen Heavy Laser Tower. Mit noch mehr Range. Aua. So, haben wir dann bald mal das Kraftwerk? Oh Gott, das braucht noch. Oh, ich werde hier ein bisschen überwältigt. Hört mal auf, die Sniper hier zu bauen. Das frisst gerade sehr viel Ressourcen, die ich nicht habe. Schön, es gibt hier wirklich so Friendly Fire Lines. Das ist ziemlich böse. Okay, meine Frontposition ist ein bisschen überrannt. Passen wir mal hier ein bisschen auf. Ah, ich wünschte, ich hätte... Oh Gott, die Energie braucht immer noch so lange. Es ist hier zwei Gebäude, was so lange braucht. Ne, stell mal ganz kurz ein. Oh, die können auch tatsächlich Luftlandetten angreifen, die hier. Laser Towers. Die Schwere juckt nach 2 Minuten. What? Das ist nicht das, was ich hören wollte. Gibt's auch Koop? Es gibt Koop, ja. Ich weiß bloß nicht, wie der genau aussieht. Der Koop-Modus. Und was man da alles machen kann. Okay, abgeschossen. Jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtig bleiben oben. Na, lass mal die Türme machen. Da haben wir nochmal eine Artillerie hier. Fertig? Noch nicht. Ich glaube, soweit wir das haben, sollten wir keine Energieprobleme mehr haben. Aber eben erst dann... Oh mein Gott, die zerschießen mir alles. Ne, ich glaube, wir werden jetzt hier einfach überrannt. Doch gerade so lange das ganze Bauen meiner Einheiten. Metal Extractor lost. Ja geil, jetzt geht's hier oben auch noch los, dass mir die Ressourcen genommen werden. Shit! Nee, das muss ich nochmal machen und es ist mal besser spielen. Ich kann da ganz nicht mal mit dem Schwierigkeitsgrad hochgehen. Das ist es ja. Haben wir es endlich. Gut. Energie kommt rein. Long Range Plasma Cannon. Rapid Fire Long Range Plasma Cannon. Ach du Schande! Machen wir mal eine hier hoch. Zusammen mit dem Long Range Radar. Metal Extractor lost. Okay. Hauen wir mal so eine Artillerie mit hier rüber noch. Du bist ein Tier 2 Bot, ne? Armageddon Nuklear ICBM. Das ist Tier 2 übrigens. Metal Extractor lost. Fusionsreaktor.
Mach mal bitte. Ich glaube, wir müssen sicher gehen, dass es hinhaut. Und dann machst du mir mal ein Tier 3 Experiment. Ah, Tier 3 ist Experimental. Also ist Tier 2 eigentlich schon. Eigentlich das Tier 3 von damals. Okay. Das ist in der Hinsicht ein bisschen leichter. Da schießen wir jetzt halt einfach überall alles. Damit habe ich ein leichtes Problem. Metal Extractor lost. Ein Fatboy. Fatboy klingt gut. Heavy Plasma Bot. Ganzlinger. Skirmish Bot. Fast Learning Auto Repair. Was bedeutet Fast Learning? Also wird es zu Skynet irgendwann? Assault Bot. Ja, probieren wir es euch ein bisschen aus. Muss nicht immer das teuerste sein. Ja, geil. Dankeschön. Wirklich Dankeschön, dass ihr mir hier seid. Das will ich ungern verlieren. Aber ich kann hier nichts machen. Och, Mann. Das war's gleich mit meiner Energie. Ich kann hoffen, dass das Kraftwerk hier läuft. Also die KI ist ja mal übelst aggressiv. Das ist die leichteste, die es gibt. Bei den meisten Spielen weiß ich, dass die KI halt auf leicht nahezu nichts macht und ein kompletter Schläfer ist. Nicht, dass ich mir eine Schläfer-KI wünsche, aber das ist jetzt mal ein bisschen zu hart für ganz leicht. So von wegen erstes Partie, da hat man nicht viel Zeit gehabt, um irgendwas einzulesen. Ich meine, jetzt habe ich hier einen Bot. Guck mal. Das, was ich hier gebaut habe, wurde auch schon wieder zerstört. Oh, dieser eine Bot hat tatsächlich ja alles zerstört. Der Ganzlinge. Der geht ja echt ab. Fast Learning ist halt sogar Self-Repair, ne? Das Self-Repair von dem ist sogar verdammt schnell, wenn ich das richtig beobachte. Okay, jetzt kriege ich hier Artillerie ins Gesicht. .de. Oh shit. Ne. Okay, Kettenreaktion. Die gibt's also auch hier. Alles klar, weiß ich Bescheid. Brauchen wir nicht weiterspielen. Ah, zwischenzeitlich hatte ich mal wieder Hoffnung. Exit? Habe ich jetzt das ganze Spiel beendet? Ich habe das ganze Spiel beendet. Okay. Dann starten wir es nochmal. Kannst du mal den Koop anschauen? Koop geht leider nur mit einer quasi Mitgliedschaft. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Ich habe nur gemerkt, dass man da quasi angemeldet sein muss für... Ich meine, hier, dann müsste ich, glaube ich, Battlelist. Ich weiß, also Multiplayer sehen wir auf jeden Fall klassisch. Ich weiß jetzt nicht, wie der Koop gemeint ist. Aber man kann bestimmt einfach auf YouTube einfach mal gucken. Beyond Euer Riesen Koop. Da wird es bestimmt Schlachten sehen, dass man sieht, wie das aussieht. Ich möchte mir heute mal so Singleplayer angucken und im Idealfall heute auch mal was reißen. Oh, das sieht mir fast aus wie ein Seedens Klatsch, ne? Nur... Ah, hier kann man sogar die Startpositionen auswählen, aber ich möchte mal bitte gerne bei einer 1 gegen 1 Karte bleiben. Die von mir ist ein bisschen größer als die eben. Obwohl, je größer die Map, desto mehr kann die KI auf Steroide gehen.
Das war 12×12. Ein bisschen größer kann es trotzdem gerne sein. Flat und Water. Nehmen wir mal die Map. Die sieht mir ein bisschen gestreamliner aus. Das könnte ein bisschen besser funktionieren. Das, für alle, die dazugekommen sind, das hier ist Beyond All Reason. Quasi ein Free-to-Play, kann man sagen. Es ist komplett kostenlos runterzuladen. Es gibt aktuell eine Alpha. Also es ist aktuell eine Alpha. Und auf der Website, die ihr im ersten Link in der Videobeschreibung verlinkt seht, könnt ihr das Spiel kostenlos holen. Also den Singleplayer und die Skirmishes könnt ihr da jederzeit machen. Für den Multiplayer braucht ihr da irgendwie ein spezielles Konto. Beim nächsten Mal mehr Ganzlinge bauen. Das weiß ich jetzt auch. Als Crusader Hardliner sollte das auch ein Kinderspiel sein, Ja, Supreme Commander und Spiele dieser Art sind durchaus ein bisschen komplexer. Komm, ich lass mal wieder die AIs weg. Einfach nur ein 1 gegen 1. Was lädt denn da so lange? So, Left versus Right? Nee, Top versus Bottom, würde ich sagen. Die Größe. Man kann da wirklich alles einstellen. Okay. Machen wir es so. Man könnte es sogar so machen, ne? Das wäre auch eine Idee. Ja, das ist doch gut. Und ich glaube, man kann ja, guck mal, was man ja alles einstellen kann in dem Spiel. Man kann hier wirklich alles bestimmen. Ich lasse einfach auf Standard. Ich habe eh keine Ahnung, was das meiste hier ist. Multipliers. Control. Restrictions. Experimental. Commander Update. Das gibt's anscheinend. Ja, gut. Hauen wir nochmal rein. Was für Fraktionen? Es gibt an sich zwei Fraktionen. Wir können jetzt mal die zweite angucken, wenn ihr wollt. Auch wenn ich bei der ersten noch nicht bis zum Ende gekommen bin. Habe ich es richtig gesehen? Multiplayer 16. Ja, sah so aus. 16 Spieler Multiplayer bis jetzt. Gute Frage, ob noch mehr geplant ist, aber aktuell sollen 16 Spieler sein, ja. Okay, darf ich die Karte drehen irgendwie? Weil ich würde gerne von unten nach oben spielen. Wenn nicht, ist auch egal, was das ist. Machen wir mal Cortex. Lass mal Bescheid wissen. Ready. Ready, ready, yes, yes. Und hier haben wir auch gleich hier so ein schönes Kraftwerk. Oh, voll der Dschungel hier. It is your mission to win this battle with both tactical and strategical supremacy. First, you need to produce metal and energy. Start by building a metal extractor on a metal spot, indicated by the rotating circles on the map. Ich darf gar nicht das andere Kraftwerk bauen, ne? You will need to produce energy to efficiently construct units. Build windmills or solar panels. Ja, die Karte ist ein bisschen größer. Gucken wir mal, wie es wird. Gibt's auch Wassereinheiten? Ja, Schiffe gibt's auch. Deswegen habe ich jetzt extra diese Map gewählt. Hier könnte man vielleicht mal so einen Dock machen und uns Wassereinheiten angucken. Könnte auch interessant sein. Vielleicht sehen wir hier mal mehr. Blink AI. Ganz ehrlich, du machst jetzt wirklich das noch und dann machst du mir gleich mal das Botlab. Das dauert mir zu lange, Junge. Ich habe keine Geduld. Gute Frage, wie die Windturbinen überhaupt funktionieren, ob sie sich gegenseitig blockieren, was für ein Windsystem es überhaupt hier gibt. Aber du machst einfach schon mal ein bisschen was. Boah, die Solar Collector, das sieht auch alles anders aus hier, ne? Ja, Power hätte ich dann auch gerne, bitte.
Was haben wir denn hier? Grave-Robbe? Construction Bot, da hätte ich gerne erstmal einen. Ein Gwant, Fast Infantry, Aggravator, Rocket Bot, Thug Plasma Bot. You can now produce bots. They have high maneuverability and can traverse deep terrain. In general, bots are cheaper to produce, but also less armored. Windstärke. Average numbers. Better to build solar collectors when average. Wind speed below 5. Armada und 6 Cortex. Alter, was macht denn ihr? Warum bauten die in alle verschiedenen Richtungen? So gibt das keinen Sinn. Alter. So, es kommt immer mehr Energie rein, das finde ich gut. Der Wind sieht man rechts. Ja, das schon. Ich dachte mir bloß, dass sie sich vielleicht irgendwie gegenseitig beeinflussen. Ach, jetzt haben sie sich mal ausgerichtet alle. Sehr schön. So. Ich hätte jetzt gerne einen Exploiter. Armed Metal Extractor. Oh mein Gott, die anderen haben Stealthy, die haben einen Gepa... Oh, geil. Aber machen wir es mal hier. Nochmal so ein. Und dann Geometrie-Gedöns. Hier brauche ich es vielleicht noch nicht. Aber weiter vorne mache ich mal wirklich die Bewaffneten. Wenn sie sich selbst verteidigen können. Das ist ja Creme de la Creme einfach nur. So, alle, die jetzt weiter frontal ausgerichtet sind, kriegen die Bewaffneten. Waffen. Wasting energy. Ja, da müssen wir mal was gegen machen. Wup, wup. Aircraft spotted. Warte. Ja, na klar. Das ist halt schon ein Fighter. Du willst mich doch verarschen. Hol mal ein paar Anti-Airbots hier raus, bitte. Take one Vehicles. Bitte ja. Take one Aircraft. Bitte ja. Ja, vielleicht noch ein paar. Genau. Mach mal weg hier. Runter von meinem Grundstück. Was zur Hölle passiert hier? Hat sich irgendwie das Mittel wieder hingesetzt oder was ist los? Warum knicken die Bäume ein? Gibt es halt eine Doppelfront, ne? Also entweder mache ich hier erstmal zu, weil hier zwei Fronten zu halten wird ein bisschen schwieriger. Dann würde ich vielleicht hier mich dicht machen. Da überlasse ich den Gegner natürlich viele Ressourcen. Aber besser als mich zu breit zu streuen. Und noch bei minus 11 Minuten Hurin. Na, irgendwann kommst du schon an. Tau-Update, der totale Krieg. Low power. Selber Bauer. Ja, hast du mich Bauer genannt? Ihr wisst, Eskalation einfach aus dem Nichts. Okidoki. Haben wir gleich die Energie. Die Energie, TM. You can now produce vehicles and tanks.
generally well armored and equipped with heavier weapons. However, vehicles are less maneuverable than bots and cannot traverse deep terrain. Alles klar. Danke für den Hinweis. Nachdem keiner gefragt hat. No, es ist ja alles voller Flugzeuge. Ja, klar, bomben mir alles. Och, nee. Okay, ich muss hier alles mal mit ein bisschen Anti-Air-Towers kleistern. Sonst habe ich ja nie meine Ruhe hier. Ach, die waren das vorhin, diese Erdbebenbomben da. Das ist ja übelst belastend. Ran da. Ran da, Nanda. Your economy is now strong enough to build a T2 factory. This will give you access to a T2 economy, which can improve your resource income exponentially. However, you can also stay T1 and try to win in numbers. Das könnte man auch machen, ne? Aber machen wir mal Tier 2 Vehicles. You can now produce aircraft. They are specifically a strong support class with great speed and potential. However, aircraft are very vulnerable to anti-air. Knowing when and where to strike is crucial. Riot Tank, Missile Truck. Das sieht fast aus wie so ein Notbike. So, Armed Extractor, bitte, mach mal. Ich muss doch sehr briten. Bitte da unten hin. Guten Abend, Nido. Geschenke vom Himmel sollte man nicht annehmen. Ja, das stimmt. Zumindest in diesem Fall nicht. Hui. Sieht soweit alles ganz gut aus. Da hinten hätte ich gerne noch das Kraftwerk. Und wenn es am kleinen Bunker kommandiert, mit aufgebrachter Stimme. Oh, Tier 2 Sachen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ich hätte auf jeden Fall schon mal gerne ein Contracting Vehicle. Radar Jammer. Heavy Assault Tank, ein Tiger. Stealthy Rocket Launcher. Heavy Missile Tank. Mobile Artillerie, der Quaker. Tremor. Heavy Artillerie. Range, ne? 1200. Very Heavy Assault Tank. Der Zar. Very Heavy Amphibious Tank. Okay. Fury. Anti-Air Flak Vehicle. Bomber Fighter. Paralyzer Drone. Verrückt. Ich mag sagen, ich mag immer noch das Formationssystem. Nochmal so, wee, wee, wee. So, du kommst mal rüber und baust mir mal auch hier wieder geothermales Powerplant. Dass das auch was wird. Und dann können wir mal wirklich ein paar schöne Tier 2 Sachen machen. Heavy Laser Tower, Medium Plasma Artillerie. Sam. Jellyfish, Coastal Torpedos. Stimmt, ich könnte auch mal Shipyard machen, ne? V2
Frage ist dann, wie viel ist von Earth geklaut? Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, ist es hauptsächlich inspiriert von Total Annihilation und eben Supreme Commander und auch StarCraft 2 ein bisschen. Ob jetzt viel von Earth dabei ist, ist eine gute Frage. Man könnte genauso gut streiten, wie viel Earth und Total Annihilation, also das Ursprungsspiel, zusammen gemein haben. So, mach mir mal ein Shipyard. So, das sieht doch schon mal noch was aus. Trotzdem speziell, so ein Spiel heute noch rauszubringen, vor allem in der damaligen Grafik. Was heißt der damalige Grafik? Ich meine, das Spiel ist jetzt... Okay, es ist weniger... Supreme Commander sah ein bisschen realistischer aus. Die Grafik ist eher StarCraft 2-mäßig. Dieses etwas buntere, sagen wir es mal so. Aber die großen Zoom-Stufen und alles, das ist so typisch Supreme Commander. Also es ist tatsächlich so eine Mischung aus beiden ein bisschen. Naval Energy Storage. Ach, wir können auch alles so... Lass mich raten, du kommst nicht ran. Ja, wie baue ich das dann am besten? Wahrscheinlich mit einem... Ja, die sind anscheinend nicht amphibisch. Das heißt, ich nehme lieber das Flugzeug dafür. Shipyard. Da haben wir ein paar größere Bilder. Fusion Reactor. Machen wir mal einen. Also bleibe ich lieber ein bisschen ums Eck, ein bisschen vorsichtig. Und ansonsten kannst du dann mal hergehen und überall upgraden, die ganzen Exploiter. Und Kraftwerke aller Art. Da werden wir dann ganz gut was zu tun haben. Immer noch so viel bauen. Machen wir mal hier nochmal ein geothermales Kraftwerk. Cerberus, geothermale Plasmabatterie. Geothermale Plasmabatterie. Die haben wirklich... Also ich glaube, das ist schon deswegen meine Lieblingsfraktion, weil die wirklich armed Ressourcen, Resource Stations haben. Also sie können wirklich bewaffnete, ihre ganzen Ressourcen, Extraktionspunkte bewaffnen. Machen wir schon mal erste Verteidigung auf. Oh, Dominik Schulze. Danke für die eine Mitgliedschaft, die du verschenkt hast. Für mich? Moment mal, wie funktioniert das jetzt? Oder hast du einfach allgemein... Ah, nee, Mirko Bayer hat sie bekommen. Dann mal Glückwunsch, Mirko. Für die Mitgliedschaft. War kurz ein bisschen confused, muss ich gestehen. Ich habe mich zum Glück in der Verwirrung nicht selbst verletzt. Long-Range Radar. Long Range. Long Range Plasma Cannon. Ich hätte gerne mal ein paar richtig gute Anti-Air Tower. Screamer, das hört sich gut an. Ja, das ist eine schöne Reichweite. Da passen wir mal ein bisschen auf, dass wir nicht so viel Flugzeuge hier durch die Gegend fliegen. Ja, okay. Habe ich jetzt meine Schiffe... Ah, die Schiffe werden jetzt gebaut. Sehr schön. Bitte noch ein paar Construction-Sachen. You are being attacked by paralyzing units. When units are paralyzed, all their functions are temporarily disabled. Ich habe das Gefühl, dieser experimentelle Reaktor braucht ein bisschen.
Vielleicht lasse ich den erstmal und baue lieber die anderen Sachen aus. Erstmal. Metal. So. Energie sieht eh gut genug aus. The heaviest unit class, generally with the strongest armor and longest weapon range. However, constructing ships is costly, and submarines and torpedo aircraft can quickly devastate a large naval fleet. Machen wir einfach mal ein bisschen was von jedem. Dann können wir noch einen Ship-Konstruktor machen. Ah, man kann auch auf See extrahieren. Ich sehe es schon. Lasersatelliten. Also ich weiß, dass es bei Supreme Commander welche gab, aber hier? Gute Frage. Okay. Was sagt denn das Teil hier? Da kommt was. Ah, es ist ein Flugzeug. Ich wollte schon sagen, da kommt Geschosse an. Ich dachte, das wäre schon von Überartillerie beschossen und so. Ja gut, das geht gut weg. Hui, bup. So. Wir brauchen nach wie vor Metal. Das heißt, wir gehen mal her und machen mal ein paar Konverter noch. Könnte vielleicht was bringen. Hier wird noch weiter Storage gebaut. Kombilder, Storage bauen. Kombilder, einsteigen. Hallöchen, Tichandoch. Tichandoch, genau. Also bis jetzt ist es ja ziemlich gechillt. Ich bin schon fast überlegen, ob ich weiter vorrücken will. Also langsam haben wir ein bisschen bessere 7 Masse. Und du machst mir 1,8. Das ist eine um einiges bessere Rate mit Tier 2. Du kannst mal hier ein bisschen weiterbauen, bitte. So, ich glaube, ich träume einen Stream von Udvin des Samstagabends. Ja, es hat sich spontan ergeben, dass ich jetzt dann doch heute noch ein bisschen streamen kann. Ist jetzt mehr Ausnahme als Regel, aber kann mal vorkommen. Mehr Metall! Schiffe brauchen auch noch ein bisschen, meine Güte. Ich höre ständig irgendwas explodieren, was explodiert. Oh, ich glaube meine... Ja! Mein Screamer ist fertig. Operier mal bitte. Ich glaube, der schießt einfach auf große Distanz schon die Flugzeuge ab. Hier, schaut mal, wie weit er schießt. Habe ich ein bisschen meine Ruhe vor Flugzeugen jetzt. Das Ding ist doch bestimmt so eine Patriot-Stellung einfach. So, okay. Drachenzähne könnten wir auch machen. Shipyard Naval Hovercraft. Das gibt's auch. Meine Güte. Ja, jetzt haben wir mal ein Plus endlich. Finde ich gut. Morgen Abend Überraschung. Nee, morgen tatsächlich nicht. Morgen dann nicht. Mhm.
Okay. Du machst mir mal Tier 2 R. Kraft. R-Kraft. Und R-Repair-Plattform baust du mir auch mal direkt daneben. Experimentell würde mich aber auch mal interessieren, was es hier gibt. Anti-Air-Flak-Gun. Rapid-Fire-Long-Range-Plasma-Cannon. Calamity. Oh, da wurde schon geschossen. Bulwark. Oh, es hat sogar ein Radar. Pop-Up-Plasma-Artillerie. Tactical Missile, Anti-Nuke-System, Nuclear SVM. Pop-Up-Saber-Batterie. Lunge, Alter, was ist das für eine Range? Das sind normale Geschütztürme. Calamity schießt noch weiter. Das ist eigentlich noch nicht mal Artillerie, das ist ja eigentlich... Okay. Plasma Deflektor, das sind die Schutzschilde, glaube ich. Bauen wir mal was in die Richtung auf und passen mal auf ein bisschen. So, Tier 2 Tanks. Machen wir mal ein bisschen was. Heavy Assault Tank klingt gut. Heavy Missile machen wir mal ein bisschen was. Mobile Artillerie machen wir mal ein bisschen was. Heavy Artillerie, die wird wahrscheinlich stehen bleiben. Machen wir mal ein Zar oder 2-3. Und Anti-Air. Drachensehnen ist Mauern, das dachte ich mir schon. Kann ich mir fast noch die Ressourcen da drüben holen eigentlich. So, das müsste jetzt ein Schildgenerator sein, ne? Wie man auch aus Supreme Commander kennt. Oh, das Ding hat aber auch eine Reichweite. Meine Güte. Der Warden. Bulwark, nicht ganz so sehr, aber dafür hat Bulwark wahrscheinlich was für alles dabei. Wir hier machen. Advanced Constructor, Stealth Fighter, Gunship, Flying Fortress, Heavy Strategic Bomber, Torpedo Bomber. Heieiei. Ah, Schiffchen! Oh, Hovercraft ist eine eigene Gattung. Wahnsinn, ey. Seaplanes? Oh, ein paar Torpedo-Launcher. Auf See gibt es wohl keinen Tier 2. Genau, Stronghold kommt morgen. Das hier ist hier Beyond All Reason. Ein kostenloses Supreme Commander-ähnliches Spiel, das man auf der Webseite, das ich die verlinkt habe, kostenlos runterladen kann. Man kann die Entwickler auch unterstützen. Man kann, glaube ich, so Premium auch zum Premium-Account machen, dass man Multiplayer und Koop spielen kann.
Aber grundsätzlich, der Singleplayer ist kostenlos für das Spiel. Und ist aktuell noch in der Alpha. Boah. So, Panzer sind weiterhin in der Arbeit. Kann man eigentlich die Spielgeschwindigkeit... Ah. Das Geräusch, wenn ich... Blub, blub, blub. Ist das Spielgeschwindigkeit? Nee, irgendwie nicht, oder? Nö. Das ist wahrscheinlich Lautstärke oder sowas. Blub, blub. Ich mag das. Symbole zeichnen mit Einheiten. Finde ich gut. Wann kommt die neue... Die neue Folge kommt morgen, am Sonntag. Die Folgen gibt es immer. Dienstag, Donnerstag, Sonntag. 3 Folgen die Woche. Was Trometry Master angeht. Bis zu Mission 21 sind es also 7 Wochen. 7 Wochen, bis wir mit dem Projekt durch sind. Also morgen gibt es Folge 4. So ist der Plan. Mit der Hoffnung, dass Karl bis dahin die... nächste Mission fertig hat. Oh, ich habe meinen ersten Panzer. Das sind die Tiger. Oh, Hallöchen. Wutz. Jawoll. Ah, endlich Live-Hurin. Wunderbar. Grunt. Das Interessante ist aber, dass man das Spiel rein theoretisch auch Tier 1 only spielen kann und die Gegner einfach mit Masse überrennt. Auch interessant. Gott, wie lange dauert... Ach ne, es ist schon mein Tier... Ah, Tier 2, er ist schon fertig. Das ist noch das Landefeld. Okay. Ist in Ordnung. Irgendwie macht der Gegner jetzt gerade gar nichts, oder? Ist das kartenabhängig? Vergleich zu letzten Mal, das ist ja ein Witz. Huiuiui. Ach, du bist der Construction Worker hier. Advanced Vehicle. Ne, es scheint so, als wäre das alles auf Tier 1 gecapped hier. Oh, hi. Duck, duck, duck. Meinst du, es liegt an der Map? Es kommt mir fast so vor. Eine andere Erklärung habe ich nicht, weil die KI ist natürlich nicht schwächer eingestellt. Die ist die gleiche wie vorher. Wahrscheinlich einfach, weil es jetzt die Distanz größer ist. Ist sie weniger aggressiv. Ob es jetzt wirklich schwächer ist, wird sich zeigen. Weil es kann auch sein, dass er Armeen aufbaut. Soweit ich weiß, ist die KI hier ziemlich intelligent und baut auch gerne mal große Armeen auf, bevor sie angreift, anstelle einfach immer kleine Trupps zu schicken. Könnte also auch sein, dass sie sich einfach gerade vorbereitet. Ich will es also mal nicht verschreien. Machen wir mal Experimental Units. Schwere Flying Fortress, komm. Seaplanes. They are quite a bit stronger than aircraft and can land underwater. However, seaplanes are still very vulnerable to anti-air. Slightly stronger than Tier 1 Aircraft. Ja, gut. Okay, die können auch unter Wasser. Interessant. Ja, hi. Ich komme da mal durch. Wutz.
Ich will mich trotzdem mal hier oben jetzt aufbauen. Metal-Extrakte. Und Geothermal bitte nochmal. Cerberus, geothermale Plasma-Batterie. Ja, das ist doch gut. Mach mal. Bakari. Oh, das ist der Schild. Oh, die Schildgeneratoren sind aber sehr durchsichtig. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wo hier die Schildparty läuft. So, machen wir mal die dicke Kanone. Ein Oppressor. Help, I'm being oppressed. Ouchi. Ein bisschen vorsichtig hier. Ein paar Bomber vorbeischicken. Ja, ich lasse mir gerade noch ein bisschen Aufbauzeit. Ich möchte schließlich alles angucken ein bisschen, bevor wir so richtig ans Kämpfen gehen. Oh, Heavy Artillery, der Tremor. Oh mein Gott, kann das Ding weit schießen. Sehe ich das richtig? Nee, jetzt kommen wir... Ah nee, so weit nur. Okay, das geht ja noch. Okay, das ist dann wirklich Supreme Commander mäßig. Also diese Raketen-Anti-Air-Plattformen sind ja mega stark, ey. Wie weit die auch schießen können. Bestimmt noch Formationen einstellen. Ich meine zumindest mal was gesehen zu haben in der Richtung. Hm. Ich komme nicht von dem Turm jetzt. Könnte sein, dass ich vielleicht von dem abgeschossen wird. Wir werden sehen. Das lernen wir in der Praxis. So, meine Botfabrik war da, ne? Da fehlt uns nämlich auch noch Tier 2. Konstruktor hier macht auch nichts großartig anders, wie es aussieht. Okay. Seaplane Swarmer. Brauchen wir mal ganz viele Bats? Würde mich mal interessieren, was sie mit Swarmer meinen. Gut. Ah ne, das ist das Aufladen der die Raketen, die er abschießen kann, laden sich auf. Ah, sondern relativ langsam. Ich verstehe.
Wisst ihr was, wir machen mal die Calamity. Das Ding sieht lustig aus. Auf der Seite. Das sieht echt ein bisschen durch aus, das Teil. Das möchte ich mal in Aktion sehen. Von hier aus kann das bestimmt auch wunderbar. Oh shit. Von hier aus kann es bestimmt auch wunderbar in die gegnerische Base feuern, irgendwie. Ui, das... Ah ja, so. Genau so, ja. Genau so stelle ich es mir vor. Alter, Walter. Das ist ja mal durch. Der Tremor. Ja, die Reichweite ist okay für eine mobile Artillerie. Oh, das sind sie, die Swarmer. So billig Aircraft habe ich hier. Oh, das dicke Gunship ist fertig. Der Dragon. Nighthawk Stealth Fighter. Ich kann mir vorstellen, dass Flugzeuge, die abstürzen, ebenfalls Schaden machen. Das war bei Supreme Commander auch schon so. Es gibt eine zweite Seite im Baumenü. Ah, da. Ah, hier zumindest. Shipyard, Naval Hovercraft, Seaplane-Plattform. Okay, das sind aber alles so amphibische Sachen. Was mit meinem experimentellen Fabrik? Oh, die ist am Entstehen. Oh, da ist der Super Heavy, der Zartank. Ui. Ich weiß, es geht auch immer noch nichts über diese fahrende Festung der UEF in Supreme Commander. Der Fat Boy war es, glaube ich. Oh, ich glaube, mir wurde mein schweres Geschütz weggeschossen. Versuchen die mich zu... Ich kann keine Lufteinheiten angreifen, ne? Ich bin mal vorsichtig. Construction, die versuchen mich zu übernehmen, kann das sein? Hilfe! Das war ein bisschen dreist. Guten Abend, Robert Steiner. Soweit noch nicht. Ich bin auch noch am Einfinden und Einlernen. Ganzen Schwärme bitte. Darf ich mal alle auswählen? Bats, kommt mal her. Von hier und hier rüber bitte. Oh, wunderbar abgeschossen gleich die Gegner. Sind jetzt rein der... Luftjäger oder machen die auch Bodenziele? Die greifen wohl auch Bodenziele an, oder? Hm, schauen wir mal. Ne, tun sie nicht. Okay. Also gibt es hier keine Jagdbomber wie in Supreme Commander, sondern wirklich nur rein designierte Jäger und Bomber. Okay. Weiß ich Bescheid. Dann bräuchten wir noch ein paar Bomber. Am besten ein paar strategische Bomber. Warum denn, warum nicht gleich übertreiben, ne? Bin ich auch der Meinung. Was können wir hier denn bauen?
Ich glaube, jetzt kommen die interessanten Sachen. Katapult, Heavy Rocket Bot, All-Terrain Assault Mech, Amphibious Siege Mech, Experimental Assault Bot, Behemoth Mobile, Heavy Turret, Kataphrakt, Heavy Laser Hover Tank. Ah, okay. Jetzt erinnert es mich immer mehr an Supreme Commander gerade. Jetzt auch gerade, wenn die Jäger hier rumfliegen und ich bin immer nur in der Situation hier draußen, um alles zu begutachten. Ah, nee, es kann doch nur... Na gut, es muss erstmal fertig gebaut werden, das Teil. Könnte ein bisschen dauern. Machen wir mal das Katapult. Ach, das sind die ganzen Construction Bots, okay. Wir machen mal noch eine Tier 2 Bot-Fabrik, dann habe ich glaube ich alles gesehen. Da ist der Zar. Der kann auch mal zeigen, was er kann. Schiebt ihr überhaupt? Genau, Rin. Das ist die Frage, die man stellen soll. So, Zark, zeig mal ganz kurz, was du kannst. Greif da mal an, bitte. Da ist was Böses, das muss weg. Boots. Ui. Okay. Autschi. Ja, das ist ein bisschen an Bane Blade, bloß ohne die ganzen Extra-Kanonen neben der Hauptkanone. Das Ding hier ist so übel, was für einen Regen das Ding macht. Zack, 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 zack. Von denen möchte ich mehr haben. Wir werden mal gucken, wie weit man es auf die Spitze treiben kann. Mehr. Der ist etwas zaghaft. Genau. Genau das. Habe ich schon den ersten strategischen Bomber? Habe ich. Okay, mal gucken, was der so macht. Sagen wir einfach mal, ich hätte gerne das da unten nicht mehr. Ich sehe fast nichts. Da mal bitte drauf bomben beim nächsten Mal. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Okay, ich muss echt mal was auf. Hab ich denn. Ah, meine Radarstation ist nicht gut genug, da ich das entdecke. Okay, ich kriege da bald nochmal einen. Also, wie lange braucht denn das? Ich brauche mehr Einheiten, die da jetzt was bauen. Sobald das Ding fertig ist, mache ich mal mehr Construction. Okay, du, Katapult. Kannst wie weit angreifen? Oh, doch, halbwegs okay weit, ja. Möchte mal wissen, wie viel du angreifen kannst. Machen wir mal von jedem einen.
haben wir hier? Anti-Radar-Jammer. Vorsichtig. Das war vorhin mit dem... Nee, ich war mir ziemlich sicher, dass die auf einfach gestellt war. Genau wie hier. Ich glaube, es liegt wirklich an der Map. Ich meine, ihr könnt ja nochmal zurückgehen, zurückspulen und gucken, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich da die einfache KI ausgewählt hatte. Genau wie hier. Ach, mein Dragon ist das. Tier 2 Botfabrik. Commander, Kommando. Fast, ich habe erstmal Fett Assault Bot gelesen. Mobile Mortar, interessant. Mammoth, Heavily Armored Assault Bot. Bin ich dabei. Anti-Air, mach ich auch mal. Die ganzen Bats irritieren mich ein bisschen. Ah, das sind die ganzen Nighthawks. ICBM-Launcher, machen wir mal. Katapult, du musst mir auch mal zeigen, was hier so los ist. Und hier hätte ich gerne nochmal ein Radarsystem. Wenn ich hier nochmal ein Radar hinmache, kann ich bis hier hingucken. Okay. Ich finde Open Alpha fetzt das schon echt heftig. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir dann noch eine große Schlacht, so ein 4 gegen 4 oder so. Und gucken mal, wie das dann da so abgeht. Mit etwas stärkeren KIs vielleicht auch. Und hoffen, dass ich jetzt keine große Belastung für die KI bin. Oh mein Gott. Okay, zeigt bitte nochmal. Ich glaube, der ging jetzt gerade ein bisschen ab. Das will ich nochmal sehen. Das Ding war, glaube ich, ein bisschen krank gerade drauf. Hui. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Ich sehe, wo der Hase hinläuft. Ach du Scheiße. Vorsicht! Ich laufe in den eigenen Regen rein. Sagt der Ronald. Experimenteller Reaktor ist immer noch nicht. Ja, ich glaube, bei manchen experimentellen Sachen, das ist wie bei Supreme Commander, wenn du da nicht 20 Ingenieure dran ziehst, kannst du vergessen, dass es irgendwann fertig wird. Siege Mac, Alteran Assault Mac. Ah, die Baumeister sorgen dafür, dass das klingt gut. Tier 2 Unit. Ich glaube, die ist nicht mehr. Aua, also die Zerstörungen sind schon ganz lustig. Ich habe einen Hellstorm, okay.
Fällt mir auch ein bisschen schwer, die Sachen richtig zu unterscheiden. Ich mache mal ein paar Scouts. Oh. Der arme Berg, was hat er euch getan? Ja. Autsch. Das Ding braucht einfach so lange. Ihr macht jetzt mal schnell einen experimentellen Reaktor fertig, dass wir mal genug Strom haben. Das sollte jetzt hoffentlich ein bisschen boosten. Immer noch 3 Minuten, ne? Immer noch besser als das, was vorhin war. Was bist denn? Ach, du bist der Mammoth. Ach, guck mal, wie putzig. Die gehen mal da hinten hin. Hailstorm, du machst, zeigst mir mal deine strategische Bombe. Ui. Oh ja, okay. Nice. Ui. Oh, das ist ein Bomber. Bitte abschießen. Danke. Oh, oh. Au, au, du komm. Mobile Schildgeneratoren gibt es, glaube ich, nicht. Ne, habe ich, glaube ich, keine gesehen. Oh, da kommt der große Juggernaut. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Prügler. Der tut den Prügler rausschmeißen. Ne? Das ist, könnt ihr glauben. Ah, hier, jetzt mit gemeinsam. Das ist gerade wie die Goku, der die Genki Dama sammelt hier. Meine Güte. Stand beim Mammoth nicht dabei. Barely Mobile. Warte mal kurz. Heavily Armored. Ne, da steht nicht Barely Mobile. Man kann ein bisschen eskalieren, ne? Ah, fertig. Dann haben wir jetzt genug Strom, dann bauen wir mal das Ding hier endlich. Und du hilfst mir mal hier. Oh. Jawohl, das ist mein Geschütz hier, ne? Alter Falter. Basilisk. Jo, das schießt einfach mal wirklich über die halbe Map. Wie viele Artillerie möchten Sie haben? Ja, bitte. Autsch. Ist überhaupt nicht Eskalations- oder Stufe oder so. Ne, ne, ne. Kann man nicht wirklich irgendwie... Ach da. Naja, man kann... Das ist Musik.
Wenn ich das immer Spieltempo hoch machen kann. Da kommen langsam die Bauarbeiter an. Elf Minuten immer noch. Okay, das ist. Das Ding ist wahrscheinlich wirklich wie die experimentelle Artillerie im Supreme Commander. Bis dann haben wir wahrscheinlich eh alles gesehen. Dann kann die dann uns auch das Spiel beenden, glaube ich. Aua. Vorsicht. Hatte ich nicht Scouts ausgebildet? Ah, die da. Sollen wir mal ein bisschen aufklären hier. Wurden die gerade alle mit einem Schuss abgeschossen? Alle 10? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, alles klar. Was macht die Nuke? Oh, stimmt. Wo habe ich denn das Ding überhaupt gebaut? Wurde die vielleicht abgeschossen auf dem Weg? So, jetzt bauen wir mal nochmal ein neues Raketensilo. Sobald der hier fertig ist. Der Juggernaut. Das ist nicht mein letzter. Es gibt neben dem Juggernaut noch einen Behemoth. Ah, hier. Der ist barely mobile. ICBM. Ah, Hallöchen, das ist jetzt wirklich ein bisschen Gundam hier. Oh mein Gott, wie viele meiner eigenen Truppen hat's erwischt? Wahrscheinlich durch Friendly Fire. Will ich das wissen? Da ist ein Mammoth. Aua, irgendwas schießt hier rein in mich. Ach, das ist dieser Mobile Torrad. Oh Gott, das schaut doch lustig aus. Knarz. Ist gut, Stuhl. Ah! Ja, stimmt. Das Ding war ja amphibisch, ne? Beziehungsweise über flaches Wasser kann es bestimmt einfach laufen. Und hier meine Schiffe.
Tactical Missile Launcher gibt es ebenfalls. Oh Gott, die sind aber relativ kurz von der Reichweite. So, mein lieber Mac, dann guck mal vorwärts. Okay, aus dem Kopf kommt was raus. Okay, er hat noch einen Schulterraketenwerfer. Er hat noch zwei dicke Knarren in den Händen, wenn ich das richtig sehe. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Game. Oh, das sind so eher Schrotzen. Alles klar, das Ding geht ein bisschen ab, würde ich sagen. Eigentlich möchte ich das Spiel jetzt noch nicht beenden, aber es ist gerade ein bisschen faszinierend, dem zuzugucken. Geh mal zurück, bitte. Bum, 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 bum. Oppressor ist being oppressed. Was? Yes, yes, Dick Oppai. So. Rüber bitte. Wir wollen noch ein paar Sachen bauen. Hallöchen, Marvin. Dann möchte ich mal wissen, wie die Nukes hier aussehen. Ob das wirklich an Supreme Commander rankommt. Von der Qualität. Boop. Au, au, au. Also wenn ihr da mal... Ich könnte mir vorstellen, dass die richtig großen Schlachtfelder, wenn es da mal so richtig abgeht mit mehreren Spielern, ich glaube schon, dass das ziemlich sexy smexy aussieht. Oh oh, da schießt was zurück. Stopp. Au, 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 au. Ach, du blöder Berg. Ich glaube, wir haben es getroffen, Boss. Ich möchte mal vor. Und hier vorne mal ein Radar aufbauen. So, Silo ist fertig, ja. Haben wir eine Rakete? Fire at will. Natürlich, klar. Wie? Ah doch, jetzt wird die Rakete nachgeladen. Ich sehe schon. Kann man beim Raketensilo wirklich sagen, fire at will? Vorsichtig, ey. Nicht einfach so losschießen. Ach, so ein einzelner Infanteristen, der irgendwo steht, also... Ich kann es gar nicht wirklich beschleunigen. Gut, dann macht mal mit an der Mobile Fortress mit. Wie jetzt die Feinde schießen zurück. Man wird sich ja mal wundern dürfen, ne? Bumm. Sehen wir irgendwo die Bauzeit? Man sieht auf jeden Fall, ja, es hat auch viel mehr Lebenspunkte und alles mögliche Energiekosten und überhaupt. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Calamity ist ja richtig broken. Halt auf, guck mal, das Ding schießt einfach über die gesamte Map. Da wollte jemand kommen übrigens. Aua, die Basilisken sind schon übelst heftig. Der Katafrakt ist ja süß. Da können wir ein paar mehr machen. Behemoth. Wie man von der Base den Mac noch mit dem Laser schießen wird. Ja, das ist echt Wahnsinn, ne?
Boah, das kann mit dem Laser sogar auf Flugzeuge schießen. Okay, das ist heftig. Ach, guck mal, ich habe ein paar Mammoths. Ja, jetzt, wo ich da bin, jetzt ist die KI wieder ein bisschen aggressiver. Ich glaube, die hat vielleicht bloß Probleme mit größeren Distanzen. Oh, vielleicht. Das könnte sein. Da war die Map einfach zu klein. Oh, ich glaube, ich habe eine Nuke. Wie groß ist denn der Einschlagsbereich? Ich lasse es erstmal. Ich habe es nicht geschossen, oder? Gut. Boah, das Ding sieht auch mal cool aus. Dieser Übergenerator. Ich möchte gerne noch diese Festung da sehen. Dann habe ich fast alles gesehen. Dann können wir uns nochmal eine Endschlacht gönnen. Mit 4 gegen 4 oder sowas. Vielleicht mal sogar so ein 8 gegen 8 machen. Mal gucken. Ich meine, ich habe einen guten PC. Mal gucken, was man so rausholen kann. Aus dem Game. So das Größte, was so vom Scaling her geht. Das war jetzt eher so ein gemütliches Angucken. Mache ich in Supreme Commander auch ganz gerne. Wenn ich mal Mods ausprobiere oder sonst irgendwas. Einfach mal lange sitzen und einfach mal alles angeguckt haben. Dann mal raus mit dir, mein Freund. Ey, das ist doch wirklich... Also das Ding ist doch wirklich ein Baneblade. Bloß mit Beinen. Jetzt weiß ich was mit Berlin Mobile. Das ist ein Gorilla. Das ist ein Gorilla-Mac. Ah. Fire at will. Machen wir mal bei dem Ding, bei Calamity. Ja, gut, anyway, er started blasting, ne? Oh, ich hab schon keine. Oh Gott, wie viel Energie frisst denn das Ding? Kein Wunder, dass es auf Hold Fire gestellt war. Meine Güte, wenn das mal. Bitte ein Radar, danke. Returnfire kann man auch machen, ist auch interessant. So konnte also. Das Ding, das fragt nicht lange, ne? Da wird einfach reingeblastet. Wo ist denn mein Großer? Ach, da! Der ist näher dran, als ich dachte. Dang, 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 dang. Kann ich ja eigentlich auch den Winkel ändern? Ne, hier kann ich nicht den Winkel ändern. Man, mehrere Windmühlen. Ja, ich könnte eigentlich noch mehr Windmühlen machen. Ich könnte allgemein meine Energiewirtschaft ein bisschen erhöhen, aber ich bin jetzt eh so kurz vor Ende. Soll ich jetzt eigentlich noch den hier angucken mal, wie er kämpft? Dann schieße ich noch eine Nuke ab. Und dann war es das eigentlich. Ah, das sind diese experimentellen Hover-Tanks. Yay. Radar ist fertig. Och Gott, der hat ja fast gar nichts mehr.
Okay. Machen wir mal den Deal. Wir nutzen die Nuke mal, um hier sie zu clearen. Zeig mal bitte her, wie das aussieht. Alles klar. Das ist bestimmt wie bei Supreme Commander mit den Anti-Nuke-Maßnahmen. Wenn man die bereit hat, werden die abgeschossen vorher. Au, das sieht im Wasser anders aus. Krass. Okay, ich habe zum Glück noch eine zweite. Ich möchte mir mal anschauen, wie das im Wasser aussieht. Hier sieht man den Radius. Machen wir so, dass wir nicht den gesamten Gegner zerstören, sondern nur so ein bisschen antatschen. Ich glaube, wenn man sagt Attack oder sowas. Oh ja, jetzt hat er echt noch eine weitere Rakete einfach reingeschossen. Weil ich glaube, wenn man sagt Repeat Offer, also ich glaube, man kann ihm sagen, dass er so lange schießt, wie überhaupt nur geladen ist oder so, weil man damit effektiv dann auch Abwehrmaßnahmen brechen kann. Ich habe da mal so ein Tutorial-Video gesehen. Ja komm, nutzen wir es dann wirklich zum Game enden. Aber vorher bitte erstmal Stopp. Oh nein. Oh nein. Du schießt nicht, oder? Er schießt nicht. Okay, was ist mit diesem Mobile Turret? Und was zur Hölle ist denn das für eine Kanone? Ja, okay. Alles klar. Eskalation. Was bitte sind Zwischenstufen, bitte? Ja, okay, das ändert diese Shockwave ganz ein bisschen aus Command & Conquer Tiberian Wars. Nur da unten hören wir bitte auf mich zu schießen. Okay, jetzt würde ich mal gerne noch wissen, wie die Nuke aussieht. Nuke rein, bitte. Ich brauche mal eben was mir hinguckt. Da kommt sie. Die ist gar nicht mal so speziell markiert auf der Karte. Das ist nicht wie bei Supreme Commander. Das heißt, ich kann so... Ja, okay, das geht hier ein bisschen mehr ab. Aber das ist auch wirklich... Ja, das ist keine Strategie. Das ist wirklich eine taktische Nuke, ne? Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ach, der hat so einen instabilen Fusionsreaktor. Ich glaube, der könnte ein bisschen hochgehen, wenn ich da drauf schieße. Jupp. Und es hat Platz gemacht. Da hat echt noch ein bisschen was aufgebaut. Da ist er, der Commander. Da hat echt die Nuke überlebt. Your Ally Team One. Ja, da merkt man echt, dass die Kate sehr stark unterlegen war. Gute Frage, warum das letzte Mal so eskaliert ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, ganz kurze Toiletten- und Trinkenholpause und alles Mögliche. Und dann machen wir noch eine große Runde, so eine absolute Eskalation. Gucken wir mal ganz kurz. Was ist die größte Größe? Oh.
dieser Outpost sieht auch interessant aus. Irgendwas, was mich schon mal gleich von... Ich wünsche, es gäbe einen Siedensklatsch quasi in der Richtung. Da wäre ich dabei. Es gibt so viele Maps für das Spiel. Der Hügel sieht interessant aus. Das sieht auch ein bisschen interessant aus. So eine fette Front einfach nur. Na, wisst ihr was? Wir nehmen mal diese Map. Wie viele können wir jetzt zuadden? Schauen wir mal. Es gibt Simple und Simple Defender. Inactive, das geht auch. Ah. Recommended excellent performance. Adjustable difficulty, non-cheating. Adjustable? Ah, das bedeutet, die passt sich ein bisschen an. Simple Defender. Constructor. Oh. PvE Game Mode, Hordes of Alien Creatures. Only one. Ja, komm, mach mal ein Spiel mit Barbarian AIs. Auf beiden Seiten. Nee. Komm, mein Gegenüber ist eine Simple AI. Das ist ein bisschen... man kann die Fraktion noch einstellen, ne? Wie viel kann man hier reinmachen? Wie viel kann man hier reinmachen? Das geht ja immer noch weiter. Schafft das Spiel das? Ja, mal finden wir es raus. Machen wir mal einen Stresstest, ne? Gucken wir mal, ob ein 10 gegen 10 möglich ist. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Mal gucken, ob es der PC schafft oder ob ich den heute vergessen kann und er wird aufgeraucht. Download ist komplett gewesen. Okay, schauen wir mal, was bei rumkommt. Ganz kurz AFK. Toilettenpause, trinken und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob so eine Mega-Ultra-Schlacht möglich ist. Bis dahin. Thank you.
So, Udala, da wären wir wieder. Alles klar. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich meinen Sodastream-Kanister erstmal wieder wechseln musste. Ist genau jetzt die Gasflasche leer gegangen. Okay, gucken wir mal, ob ein 10 gegen 10 möglich ist. Ab geht die Party. Jetzt müsst ihr einfach abschmieren. Ich glaube, es schmiert einfach ab, oder? Nee, es lädt. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, wie es wird. Wie hoch kann das eigentlich gehen? Ja, Armada, bitte, genau. Und ich starte. Gut, wir haben ein bisschen begrenzt. Ich gehe unten ins Eck. Ach, wo das Wasser. Ja, ich gehe unten mal ins Eck. Was soll schon schief gehen? Im Falle gehe ich dahin. Oh ne, da ist schon jemand. Okay, die haben sich alle aufgeteilt. Ja, krass. Sharpshooter. Alter, ist ja alles. Meine Güte. Okay, das hätte ich früher machen sollen mit so vielen Leuten. Und bis jetzt läuft es flüssig. Oh, die Windstärke ist gut. Das ist ja schon fast ein. Ganz ehrlich, mit diesen Spielerteilen ist es schon ein halbes MMO. Das ist ja Wahnsinn. Das hat aber auch gereicht von Ressourcenvorkommen, ne? Auf diese Weise kann auch jemand nicht so. Also mit so vielen Leuten kann auch nicht so viel gesnowballt werden, weil nicht so viele Sachen eingenommen werden können, ne? Der Aff. Da fehlt das L. Wenn es Alf sein will. Okay, machen wir mal das Bottle up. Bottle up. Double click to share units. Oh, interessant. Share energy. Share metal. Leute. Also die Menge an Spielern, das ist schon mal was Besonderes. Der rascht einfach. Die arme Sau. Da kommt er einfach mit einer Tick rein und hat ein Gebäude zerstört. Wie dreist. You're overflowing metal. Metal Overflow. Ich habe Angst. Will nicht gerascht werden. Danke mir übrigens für den Stream von Potato gestern. Hab heute 5 Stunden drin verbracht. Das glaube ich dir. Das Spiel macht schon ein bisschen süchtig. Wie die meisten Roguelites. Dieser Tick, ey, das ist ja mal übelst penetrant.
Oh, die Sharpshooter-KI hat sogar sich hier ausgebreitet. Darf er gerne. Ich bin zufrieden mit meiner Ecke da unten. Ich glaube, wir beobachten hier schon einen halben KI-Kampf eigentlich. Ich glaube, ich bin hier so ein passiver Teilnehmer. Hm. Hallo, Alf. Ich bin ein Freund, bitte. Bitte nicht schießen. Metal Storage, bitte. Dankeschön. Macht mir mal ein paar. Dieser Heavy Laser Tower, ne? Nicht so eine große Reichweite. Der ist ein bisschen besser. Machen wir mal ein bisschen Anti-Air hier rein. Und ein paar leichte Lasertürme einfach zum Aufpassen. Hier ist das irgendwo was reingekrabbelt, kommt bei mir oder so. Okay, da wird schon gefightet. Junge, baust du einfach eine Windmühle bei mir vor die Tür? Junge, das gibt eine Anzeige wegen Lärmbelästigung. Okay. Tier 2 Bots. Baut dir einfach eine Windmühle rein. Ey, der baut einfach weiter. Junge! Kann man da nicht. Was machst denn du hier? Da gibt es schon erste Clashes. Dacker, dacker. Ob man ja auch KI-Kämpfe einfach beobachten kann. Also ob ich einfach als Beobachter reinkomme und der KI zuschauen kann. Ich würde echt mal interessieren, was hier im Spiel machbar ist. Maximal an Einheiten. Boom. Ja, ganz ehrlich, so wie hier gerade die KI Platzarbeitung macht, glaube ich, die wird gleich weggebulldozert einfach, weil hier ein Supermarkt entstehen soll oder so. Machen wir mal ein paar Energy Converter. Tier 2 Units, jetzt schon. Aber ansonsten ist es doch richtig, alles richtig hier, ja? Alter, da kommt ein bisschen Artillerie. Man kann als Spectator beitreten. Oh, nicht schlecht. Jetzt stellt euch mal vor, Stronghold Crusader hätte solche großen Maps. Das wäre schön, nicht wahr? Und 20 Spieler-Maps. Ja, schau mal, alleine 16. 16 wäre geil, aber könnten alle KIs auf eine Map passen. Also mindestens 16. Also sagen wir mal, überhaupt so 20, dass man noch ein bisschen Spieler hat oder Doppelungen oder so. Dann könnte man da so. Wisst ihr wirklich, wie geil Stronghold Crusader mit so einer Map-Größe wäre? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und Spieleranzahl. So. Okay.
Ich baue weiter vor mich hin. Ah, wir haben schon Luftabwehr hier am Start. Hast du mal die Menge an Spielern gesehen? Ja, genau. Jetzt bräuchte ich halt mal wirklich Masse. Ansonsten mache ich jetzt eben einfach weiter. Hoppe Reiter. Mit der Konvertierung. Ansonsten komme ich hier gerade nicht an den geilen Stuff. Stimmt, aufs Wasser aus, aber aufs Wasser gibt es hier gerade leider keine Ressourcen. Okay, wir haben überall Fights. Kabums. Und ich chill noch, warum ich jetzt dauert so lange, bis ich hier zwei Gebäude habe. Das 13. Ja, ich bekomme so langsam zumindest jetzt fast mal das Minus ausgeglichen. Und weggepewt. Ja, es läuft immer noch flüssig. Vor allem bei so vielen KIs, die müssen ja eigentlich Berechnungen machen und sonst irgendwas. Normalerweise, also das Spiel muss extrem, also wirklich extrem gut optimiert sein. Das ist ja Wahnsinn. Stell dir mal vor, dass die KI jetzt auf einmal ein Fenster öffnet und für einen Bann von dir votet. Ich bin einfach zu sass für die KI. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Wind. Ne, dem PC geht's doch gut soweit. Alles noch flüssig, die PC-Auslastung scheint nicht schlimm zu sein. Wie gesagt, das Spiel ist extrem gut optimiert, wie es aussieht. Konstruktor. Umbrella, Mobile Anti-Nuke. Der Webbe. Ich will hier zwei. Wie die halt auch wirklich über diese Hügel laufen können. Das Ganze könnte noch mal ein bisschen interessanter sein, wenn es noch so eine Engstelle gibt, wo alle durch müssen. Ah, schon okay, wie es ist. So, jetzt werten wir erstmal unsere Ressourcen auf. Und zwar alle. Können wir die auch aufwerten? Nee, können wir nicht. So. Bei der Musik erwarte ich gerade so ein Interstellar-Undock-Manöver gerade. YouTube hasst mich, ich kann hier keine Mitgliedschaft anfangen. Aber ich glaube, da war immer so ein Problem von wegen Mobile, ne? Wenn du gerade auf dem Handy bist, dann geht's, glaube ich, irgendwie blöd. Ja, oder was andersrum? Ich weiß nicht genau, wie das immer war. Ein paar kleine Pawns unterwegs.
Da kommt ein kleiner Familienausflug vorbei. Paralyzer, EMP Missile Launcher, Long Range Anti-Air Tower. Ich kann ja mal für unsere Fraktion ein kleines bisschen absichern mit Türmen. Das klingt nach einer Idee. Für stationäre Vorteile. Also ich kann erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen gesaved sind, was Anti-Air angeht. Mache ich mal hier eins hin. Dann kann der rüber und hier mal einen Anti-Air machen, so in etwa. Dann einmal eins hier. Und dann sollte man eigentlich vor Luft ein bisschen gefeit sein. Auch ich leiste meinen Beitrag. Kleine Konfrontation hier. Und mal ein paar leichte Einheiten, die aufpassen mit. Machen wir ein paar Pawns, dass wir auch was in der großen Masse haben, zum Aushelfen. Starship Troopers, genau. Was liegt weinend im Sand? Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht, aber da bin ich schon dabei, mit den Patronen zu helfen. Und vielleicht würde ich ein bisschen sehr mit Lufteinheiten noch unterstützen. Long Range Radar. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir einfach mal wissen würden, was hier so abgeht. Einmal so. Einmal so. Das deckt eigentlich schon genug ab. Aber wir können auch mal hier so bauen. Gott, was hier an Einheiten rumfährt. Oh, Baron von Berkertal, danke für deine 31-monatige Mitgliedschaft mittlerweile als Großherzog. Scheiße, die Kritiker ist so zerrissen. Was, Starship Troopers? Also der erste Teil ist legendär, die anderen muss man nicht unbedingt gesehen haben. So. Gott, die Pawns alleine brauchen ja ewig zum Bauen. Tausend Energy. Ja, das ist ein bisschen mehr. Das ist so viel wie 50 Windkraftwerke, wenn ich das richtig über den Kopf gerade überschlag. Helfen wir hier nicht mit. Lass das mal langsam angehen.
Oh, und für Selena Lopez. Danke für die Mitgliedschaft. Willkommen als Großherzog auf dem Kanal. Holla. Du hast jetzt auch das tolle Herzog-Profilbild, das bei der Ratte anfängt und irgendwann beim Wolf endet. Irgendwann. Baut mal bitte. Ich glaube, im Multiplayer könnte ich mir wirklich vorstellen, das Spiel sich spezialisieren. Einer baut nur Bots, der andere nur Panzer, einer nur Flugzeuge. Das geht dann auch schneller, als alles hochzutacken. Schieß den mal ab. Gatter. Aua. Nein. Shit! Wir haben einen Durchbruch! Wir haben einen Durchbruch! Ganz Linge! Du musst mir helfen! Medium Tanks. Oh mein Gott! Allerdings stoßen wir auf der anderen Seite durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich beruhigend sein soll. Ich würde sagen, nein. Oh, nee. Da ist jetzt plötzlich ein kleiner Durchbruch entstanden. Ich gehe mal ganz schnell woanders hin. Ja klar, die haben schon die Zartanks da. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so ein Durchbruch kommt. Irgendwie scheint die KI auch ein bisschen Probleme zu haben mit dem Hügel, der hier ist. Wisst ihr was? Wir haben schon mal den Test gesehen, dass es gut läuft. Dann würde ich gerne... Würde ich gerne mal auf einer anderen Karte probieren. Oh, guck mal, wir haben Europa. Die Map sieht auch gut aus. Ah, oh, das ist doch Seatons Clutch ähnlich. Ohne Scheiß. Ja, Supreme State, wenn es schon so heißt. Oh ja, ohne Scheiß. Da habe ich Bock drauf. Etwa so? Ja, so ist gut. Das könnte lustig werden. Okay, probieren wir es mal damit. Ah, ich muss noch auf den Download warten. So. Endlich ging es nur Liebe für den Creator-Spiel. Not gonna lie. Einziger Creator auf YouTube, den ich gut finde. Da hast du vielleicht einfach noch nicht genug entdeckt. Wenn ich dann denke, wie bei Supreme Commander schon bei 8 Spielern. Das ist es. Die Performance ist eines der größten Probleme von Supreme Commander. Ansonsten ist Supreme Commander einfach super. KI-Kommando, wo man selber nur Ressourcen abbaut und den Bot alles schickt. Hm.
Das ist ja nicht so gut gelaufen letztes Mal mit der Map. Aber hier, auf der Karte, das könnte lustig werden. So. Mein Getränk ein bisschen geshaked. Geshaked. Für alle, die sich gewundert haben wegen dem Geräusch. Wann ist denn die Map? Oh Gott, warum dauert die so lange? Dann können wir uns mal kurz unterhalten, Chat. Snap von Supreme Commander 2. Oh, Baron von Bergkartal, danke für die 15 Euro. Bin ich wörtlich schon 31 Monate Kanalmitglied? Ja, anscheinend schon. Da merkt man, wie die Zeit vergeht, ne? Ich weiß noch, wie damals, als ich die Mitgliedschaften eingeführt habe, die Leute gesagt haben, boah, wie lange braucht es denn, bis man mal Wolf ist? Das wird doch niemals jemand erreichen. Ja, mittlerweile haben wir eine ganze Menge Wölfe. Ist gar nicht so unrealistisch, vor allem wenn man in meinen Maßstäben denkt. Ich meine, ich bin jetzt schon seit 12 Jahren auf YouTube. Das sind die 2 bis 3 Jahre mit der Mitgliedschaft, die man zum Wolf braucht. Eigentlich ein Witz, wenn man nach diesen Zeiträumen rechnet. Ich bin halt kein kurzlebiger YouTuber, bei mir wird in Dekaden gerechnet. Premium Map. Hm. Ja, Selena, weil du Udvin fragst. Bin ich noch gemutet, oder? Hören wir mal. Ne, passt noch. Unterhalten wir uns doch über die Platzierung von Radaranlagen. Hm. Hast du jemals Gedanken gemacht, auf Twitch anzufangen? Nicht wirklich. Ich finde das Stream auf YouTube ist in Ordnung. Ich hatte mal D-Live zwischenzeitlich probiert, aber das war nicht so viel. Twitch ist nicht wirklich meins, muss ich sagen. Außerdem streame ich nicht so oft. Ich streame ja wirklich in den meisten Fällen einmal die Woche. Und da reicht mir mein YouTube-Stream und da bin ich eigentlich froh drum, weil man da eben auch hergeht und man hat eben einfach den Stream nachträglich als Video noch da. Oh, Theo Gutenberg, danke für die 23,99. Hallo Udvin, ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass du so viele Mühen für uns in deine Let's Plays steckst. Ich bin sonst nur ein stummer Zuschauer und ich möchte dir hiermit etwas zurückgeben. Danke. Gerne doch, Theo. Wow, es ist Wahnsinn, wie viele stille Zuschauer sich hier letzte Zeit bei mir melden. Bei mir müsst ihr übrigens nicht scheu sein oder so. Ihr könnt gerne einfach labern. Ich beiß euch nichts ab. Zumindest habe ich mich noch bei nicht dabei erwischt, jemandem was abbeißen zu wollen. KI muss hier pushen. Ich bin schon YouTube-Rentner. Irgendwie ja schon, ne? Ich bin nicht ganz die allererste Generation, aber ich würde mal sagen, ich bin die 2. Generation YouTuber. Keine Ahnung, wie viele es mittlerweile gibt. Irgendwann muss man das mal so geschichtlich machen. Ach so, Elena, Reichweite maximieren muss ich nicht mal unbedingt. Also ich bin da nicht jetzt auf Min-Maxing angewiesen. Ich gehe mal ganz unten in die Ecke. Die anderen dürfen gerne an die Front. Ich glaube, ich bin da unten glücklich. Ich bin mit meinem langsamen Wachstum ziemlich glücklich auf YouTube, muss ich gestehen. Also wenn es die Map auch in Supreme Commander 2 gibt, die ist auch vom ersten Teil. Die ist da Siedens Klatsch, soweit ich recht weiß. Oh, und Robert Steiner, Dankeschön nochmal für die verschenkte Mitgliedschaft und Glückwunsch an denjenigen, an den Glücklichen, der die jetzt dann gleich bekommt. Oh Gott, wir haben ja richtig wenig Windspeed. Das ist ja der absolute Oberwitz. Oh, Windspeed geht hoch. Ich sag, Windspeed dachte sich, okay, wird er also so langsam, was? Ich lege jetzt einen Zahn zu. Nein, Windspeed, das war ein Witz. Njung. Reißt es einfach so die Propeller weg. Ist dir das jetzt schnell genug, ja? Hast du mal wieder ein Empire Earth Stream vor die nächste Zeit? Jetzt nicht direkt geplant, aber es könnte sein, dass ich es mal wieder mache. So. Schaut euch die Menge an KIs an. Habt ihr mal die Menge an KIs gehört? Warum hat Serpidurb 2 Kommandanten? Und der hat auch 2? Ah, hier ist wahrscheinlich die Zahl der Spieler begrenzt. Und die KIs teilen sich Koop. So funktioniert also der Koop-Modus. Ich verstehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Das ist auf 8 Spieler begrenzt, ja klar. Und zwei Stück spielen doppelt. So funktioniert das hier also. Jetzt haben wir zwar mehr KIs, aber die spielen im Koop-Modus. Interessant. Aha. Okay, ja. Ah, da oben ist auch nochmal mit dem Metal. Motiviert das Solar-Panel-Noises. Was ist deiner Meinung nach die beste Einheit in Stronghold Crusader? Meiner Meinung nach Pikinier, sehr viele Lebenspunkte und des Belagerungs. Also, ja. Pikiniere sind halt die vielseitigste Einheit. Halten viel aus, machen viel Schaden an Gebäuden, können aufbuddeln. Das ist halt wirklich eierlegende Wollmilchsau, die Pikiniere. Klar sind sie nicht die besten für jede Situation. Wenn du gegen Bogenschützen, wenn du viel DPS haben willst und der Gegner nur Bogenschützen, sind Schwertkämpfer natürlich die beste Wahl. Wenn du schnell einen Gegner weghauen willst, sind Streitkolbenkämpfer natürlich besser. Aber Pikiniere sind einfach die vielseitigste Einheit. Mit der KI machst du eigentlich selten was falsch. Zumindest was die Nahkämpfer angeht. Gut, Fernkämpfer, klar, Armbrustschützen. MVP einfach nur. Wenn es mobil sein soll, berittene Bogenschützen. Oh, es gibt bald die ersten Konfrontationen. Unten auf der Map gerade hat auch der 10. Spieler keine Energie und kein Metal. Eventuell war da auch ein Limit von 9 Spielern. Das könnte natürlich sein. Oder die 10. hat gebuggt. Das könnte ebenfalls sein. Man sollte nichts ausschließen. Aircraft spotted. Advanced Solar Collector. Okay, das ist ein bisschen anders. Produziert auch viel mehr Energie. Ey! Ey! Weg da! Genau, mach den weg! Wie dreist. Ich baue mir mal ein paar Pawns. Ich baue alles mal mit ein paar kleinen Light Turrets zu, dass so Leute, die so durchraschen wollen, mal ein bisschen abgefangen werden. Oh, jetzt wird hier mal aufgerüstet. Das könnte ein bisschen heftig werden. Oh, so funktioniert der Kartenrand hier. Das ist einfach nach außen hin gespiegelt. Seht ihr das? Das ist alles nach außen gespiegelt. Ihr Schlitzohren. So. Energiekonverter. Da baut jemand schon mal... Oh gut, ein Radarturm dürft ihr gerne bei mir hinbauen. Andererseits werde ich dann zum Ziel. Pop-up Anti-Air-Missile-Batterie. Ja, machen wir so ein Pop-up Anti-Air. Pass auf, da kommt der Gegner einfach mit einem Pop-up-Blocker. Und dann... Ja, Glückwunsch. Alles für den Arsch. Pop-up Lightning-Turret. Okay. Wer ist dieser Lightning und warum hat er Tourette? Hallöchen Tobi und Hallöchen Karades. Das könnte meinen, dass jetzt alle Feierabend, zu 23 Uhr Feierabendzeit, kommen alle. What? Ja, was spielen wir hier für alle, die noch reingekommen sind? Wir spielen Beyond All Reason. Das ist quasi ein kostenloses Strategiespiel im Stil vom Supreme Commander oder Total Annihilation. Mit verdammt guter Performance, wie wir gerade sehen, weil ich spiele gerade einen 10 gegen 10 KI-Kampf. Okay, zwei der KIs sind jetzt im Koop-Modus, also sagen wir mal einen 8 gegen 8 KI-Kampf. Gut, ich bin auch einer der KIs hier. Und es läuft immer noch gut. Also die Performance ist gut in dem Spiel.
Und da geht's echt ab. Also Supreme Commander wäre ja schon eingeknickt. Und das Spiel ist kostenlos. Das heißt, im ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Spiel kostenlos runterladen und reinspielen. Ihr könnt Singleplayer ohne Probleme spielen. Für Multiplayer braucht ihr, glaube ich, einen Account. Und eine Mitgliedschaft. Irgendwas war da. Und ihr könnt die Entwickler auch freiwillig unterstützen mit dem Projekt. Aber wenn ihr einfach nur Singleplayer reingucken wollt, das könnt ihr jederzeit kostenlos machen. Hui. Das sind meine kleinen Bots. Okay. Ich habe Stronghold Remaster gespielt und die Lord Mannequin-Mission war auf normal so hart, dass ich auf leicht stellen musste. Ich möchte nicht so viel spoilern, aber ich habe schon soweit aufgenommen bis Mannequin. Wartet nur ab, nächste Woche müsste es, glaube ich, kommen dann. Also Sonntag kommt die Mission 4 und ich habe bis Mannequin schon aufgenommen. Die wird es dann im Laufe der nächsten Woche kommen. Die war interessant, sagen wir es mal so. Also Mannequin war interessant. Es war aber schon im Original sehr interessant auf sehr schwer. Und ich habe es jetzt auf schwer gespielt und... wird auf jeden Fall interessant. So wie sei gesagt. Koko hat uns übrigens erzählt, dass du heute streamst. Ah, verstehe. Oh ja, was hier schon los ist. Jetzt eskaliert es hier ein bisschen. Der Serpidurp ist hier unterwegs. Hier wurde sogar ein Sentry-Tore reingestellt. Und eine. Oh, Anti-Air-Tower auch. Finde ich nice. Da ist mein Pop-Up-Tower. Hält wahrscheinlich einfach mehr aus. Dadurch, dass er sich einbunkert. Ich finde übrigens das Formationssystem hier echt cool. Schaut mal, wenn ich jetzt hier rechte Maustaste gerückt halte. Kann ich das? Ich kann malen. Das finde ich mega. Ich wünschte, das hätten mehr Spiele so interaktiv. Yay. Okay. Ich mache jetzt einfach eine Ultra-Porn-Armee. Ah, mehr von denen. Meine Porns werden euren Himmel verdunkeln. Wie Fresh Dumbledore eins sagt, das wird ein gigantisches Battle geben. Genau. Genau so sieht's aus. Ui. Ja, okay, man merkt, hier gibt's hier und da kleine Mikroruckler, aber ansonsten ist das Spiel läuft grundsätzlich noch flüssig. Das ist bei der Menge an Berechnungen, die es eigentlich durchführen müsste. Etwas heftig, muss ich gestehen. Abend an alle, die noch kommen. Und natürlich auch an alle, die hier reinschauen. Level 2 Konstruktors, bitte. Übrigens, Unterschied zu Supreme Commander, hier gibt es nur 2 Tierstufen statt 3. Die dritte Tierstufe ist schon experimentell. In Supreme Commander gab es ja Tier 1 bis Tier 3 und dann noch experimentell. Hier gibt es Tier 1, Tier 2 und experimentell. Okay. Oh, den seine Windkraft. Das ist hier ein bisschen in Gefahr. Oh, auf See ist jetzt auch schon unterwegs hier. Was hier noch fehlt, es gibt hier nur Tier 1 Seeeinheiten. Ich hoffe, es kommen noch später stärkere dazu. Weil was ich an Supreme Commander auch immer cool fand, waren die Schlachtschiffe einfach. Die über die halbe Karte mit ihren Kanonen alles weggewatzt haben. Ein bisschen OP, aber hat Spaß gemacht. Wisst ihr was? Ich baue einfach Tier 1 Einheiten zum Spam für den Kampf. Und Tier 2 nutze ich zum Bauen. Um damit Gebäude aufzubauen. Vielleicht sehen wir auch die experimentelle Einheit noch. Vielleicht leben wir ja lang genug.
Okay, ich sag's euch noch zurückhalten. Die Patrouille ist hier erstmal nur entlang. Die wollen noch nicht vorstoßen gerade. Ich glaube, die warten noch ein bisschen. Bis sie bereiter und bereiter ist. So, upgraden bitte. Das geht sofort mit. Also, das Spiel hat schon einige Komfortfunktionen. Das ist echt gut. Ja, Fusionsreaktor wäre dann auch mal noch eine Idee. Energy Storage, machen wir mal. Und bitte auch... Metal Storage. Leute. Hier an der Front geht es immer noch ein bisschen ab. Wird Zeit, dass es Juli wird und Utwins NDA mit Firefly ausläuft. Nicht nur meins. Okay. Also wenn es mir nur darum geht, Sachen zu bauen, dann könnte ich eigentlich... Oh nee, komm, ich möchte mir die Sachen trotzdem angucken, die man bauen kann. Es ist bald fertig. Etwas kaputt, was hier abgeht, wollte ich nur mal gesagt haben. Die KI tarnished Knight ist sicher maidenless. Maidenless. Weißt du, was richtig lustig wäre? Was wäre denn richtig lustig, Mirko? Mein Lord, haben Sie auch was vom Unwetter bemerkt? Ja, schon ein bisschen. Aber das war vorgestern, glaube ich. Dass es ziemlich abging. So in etwa um diese Zeit. Rapid Fire Long Range Plasma können. Ragnarok. Das ist doch... Ja, genau. Das ist das Ding, was ich... Das ist das Ding, was auch ziemlich viel Energie frisst. Und was letztes Mal schon ein bisschen Spaß bereitet hat. Aber ich glaube, die Basilika könnte auch... Ja, die ist auch schon echt gut. Der Kommando gerade ein bisschen getanzt. Ist ja verrückt. Nur Unfug im Kopf. Alter Falter, ey. Ach, das sind Construction Vehicles hier. Storages werden weiter gebaut, das finde ich super. Der Tarnished Knight. Ja, aber dann treffen wir unsere eigenen Einheiten. Ja, aber wir treffen die anderen aber auch, ne? Genau.
So. Bitte mehr Power? Ja, wunderbar. Der Paralyzer. Komm, machen wir mal Freddie Mercury hierher. Ein bisschen Long Range R, Anti-Air Support. Ein bisschen verteilt, dass da nichts sich durchschleicht. Ein paar Systeme verteilen. Dann hätte ich gerne mal vielleicht das ein oder andere Radarsystem. Wenn die nicht schon eins haben. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, der Gegner, unsere Verbündeten haben da schon was. Dann könnte man mal wirklich hergehen und ein bisschen was machen. Plasma-Deflektor. Ah, die haben ja, glaube ich, schon einen Deflektor aufgebaut. Ne, das ist das Radarsystem. Bauen wir mal ein bisschen was auf, um die Verbündeten hier ein bisschen zu schützen. Und einen zentralen Punkt zu haben. Der auch ein bisschen was aushält. Tech 2 Vehicles bitte. Tech 2 Aircraft bitte. Dann kann ich mir alles mal angucken. Auch schön, dass Bauarbeiter nicht automatisch ausgewählt werden, wenn man einen Rahmen zieht. Nukes mitten auf die Landverbindung in die Menge für den Spaß. Wäre doch lustig. Könnte ich machen. Wäre eine Idee, ne? Am besten gleich mehrere. Mal gucken, was dann meine Ressourcen sagen. Ah, wenn die arbeiten, haben sie eine andere Farbe. Mehr harten Stilplatz, bitte. Mehr Energy. Yay. Yay. Woo. Nyong. Formationsübungen. Ja, ich würde sagen, da geht es mittlerweile ein kleines bisschen ab. Machen wir mal noch ein bisschen bessere Solarpaneele hierher. Bevor ich mich den Fusionsreaktor kümmere. Der Fusrodalreaktor. Wisst ihr Bescheid? Das ist einfach Windkraft in Skyrim. Da steht der Dragonborn davor und Fusrodal immer gegen das Windkraftwerk einfach nur abgeht. Ein besserer Energy Converter müsste man doch auch mal machen können, oder? Da bist du noch ein T1er. Du bist ein T1-Spot, ne? Puh. So low, der Typ. So langsam sind wir hier im Krieg. So. Converter, Metal Storage. Können wir einen besseren Converter machen? Ja, können wir. Der könnte sich auch echt lohnen. Machen wir mal. Obwohl, bevor wir das machen, mache ich erstmal wirklich noch das richtig gute Kraftwerk. Machen wir mal einen Cloacable Fusion Reaktor, dann wird er vielleicht auch nicht wirklich entdeckt. Chlorkable. Okay, der Kirk ist einfach stürmt, der hat einfach auf der Base eine Basis gebaut. Also auf der Insel eine Base gebaut. Auf der Base eine Basis. Da ist ein Gegner, der hat auf dieser Insel eine Basis gebaut. Oh, da kommen ein bisschen schwerere Bots. Das sind die Ganslinger, jawohl. Oh, das sieht ja fast aus wie... Das ist ein Mammut MK2 in Süß.
Da ist Marine unterwegs. Och, wie schauen denn diese Boote aus? Man könnte echt meinen, hier spielt Spielzeug. Hier kämpft Spielzeug gegeneinander. Auf der Base einfach mal eine Insel gebaut. Ja, richtig. Genau das. Obwohl, was sagt schon wieder, wir bauen hier unbedingt... Eine Turtle! Das ist wirklich ein Schildkrötenpanzer. Anti-Air-Flak-Vehikel, Mobile Artillerie, die Mauser. Stealthy Rocket Launcher. Der Bull Heavy Assault Tank. Jaguar Lightning Tank. Gremlin Stealth Tank. Machen wir einfach mal ein paar Sachen, die wir noch nicht so wirklich gesehen haben. Wir helfen jetzt mal, dass das Ding fertig wird. Dann kommt mal die Energy rein. Ja, das ist wie diese Boston Dynamics Hundebots. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, ich möchte die Schildkrötenpanzer dann sehen. Vor allem mit denen können wir dann über Wasser fahren. Ich stell mir vor, man schubst diesen Schildkrötenpanzer einfach um und dann kann ich mehr aufstehen. Gut. Sind wir aber mal ehrlich, ich glaube, kein Panzer kann dann mehr aufstehen für gewöhnlich. Ich glaube, Schildkröte oder nicht. Du wolltest nur Tier 1. Ja, Tier 1 Einheiten wollte ich bauen in großer Masse. Tier 2 Einheiten wollte ich mir zumindest angucken, die ich noch nicht gesehen habe. Sobald ich das hier habe und dann auch die Ressourcen stimmen, dann spamme ich Tier 1 Einheiten. Energie schon wieder leer. Sagten eigentlich mein Raketensystem ist schon am Arbeiten. Ich sehe schon. Kommt hier und da ein kleines Raketchen. Kommt mein Raketchen aus dem All auf einen Schlag, ist Karneval. Komm, ich hätte ein bisschen Construction Aircraft bitte, weil die ist schneller. Rot ist schneller. Wir haben Minusenergie. Das gefällt nicht. Na gut, ich bin noch am Energiebauen. Hier bin ich auch noch am Ausgeben. Das passt eigentlich. Ich frage mich, ob man hier auch Blaupausen machen kann. Ich weiß noch, wie ich bei Supreme Commander Blaupausen erstellt habe. Für so einen ganzen Kraftwerkkomplex. So Kraftwerkkomplex mit, also Massegeneratoren mit Kraftwerken verbunden, mit Geschütztürmen an den Seiten und Schildgeneratoren in der Mitte. So ein ganzer, so immer so ganze Blobs platziert von solchen Energie. Verteidigungskomplexen mit Schild. Das war immer ganz lustig. Und die habe ich dann im Endgame gespammt auf die gesamte Map. Das war noch schön. Dann wird auch das dümmste Schwein auf Kommando fröhlich sein. Da, 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 da. Genau. Commander Game. Also es ist auch ein Multiplayer-Spiel. Aktuell spiele ich mit KIs, aber das Ding ist auch ein Multiplayer-Spielbar, ja. Es ist quasi ein Supreme Commander in besser optimiert. Und kostenlos, zumindest der Singleplayer, wenn man sich runterlädt mit KI. Also jeder kann mal reingucken. Ui, der Skater. Oh, das ist einer. Der Tumbleweed. Der, okay, ich wollte gerade sagen, der lässt sich ja einfach abschießen. Doch, er hat sich abschießen lassen. Ich glaube, eine KI ist raus. Hey, nicht so schnell sterben. Ich will mir noch Sachen angucken. Der Typ hat sich einfach geopfert hier. Krass. Oh, meinst du? Hier, guck mal. Der ist hier übelst am abjabben hier, mein Commander. Der hat Spaß, der Typ. So, machen wir mal ein paar schöne Konverter. 600 into 10 into. Into, genau. Into.
Okay, Urin, der war böse. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Alter, was geht denn hier ab? Was sind das für Truppenmassen? So, die ganzen Sachen. Da ist die mobile Artillerie. Da ist Anti-Auge. Das ist wirklich ein ziemlich lustig aussehender Vierlingsflak. Ah, da haben wir den Stealthy Rocket Launcher. Ist in Ordnung. So, ganz ehrlich, nach dem Advanced Energy Converter machst du mir nochmal einen Cloakable Fusionsreaktor. Und dann nochmal einen Advanced Gedönskirchens. Ah, der ist fertig, oder? Nice. Okay. Dann bauen wir mal ein paar Basilikas, weil die könnten von hier aus, vor allem von da aus, schon ein bisschen Aua machen. Vom Ragnarok nicht zu schweigen, aber das ist so ein Effekt, haben wir ja schon mal gesehen. Das ist nicht nur wie Supreme Commander, das ist einfach Supreme Commander neu. Ja, kann man sagen. Die Grafik ist ein bisschen simpler als in Supreme Commander, muss man sagen. Supreme Commander hat realistischer ausgesehen und hat jetzt auch zum Beispiel mehr Auswahl, was die Seeeinheiten angeht. Aber dafür ist das Spiel hier besser optimiert und mehr auf den kompetitiven Multiplayer ausgebaut, soweit ich das gesehen habe, weil da auch StarCraft, Leute aus der StarCraft-Community mitgemacht haben bei der Entwicklung. Also sehr auf kompetitiven Multiplayer und sehr auf Performance. Also Supreme Commander hätte mit diesen Mengen schon echte Probleme. Also da ist das Spiel, was Performance angeht, echt gut dabei. So, was haben wir hier? Was ist da? Das ist der Jaguar. Das sieht fast aus wie so ein Tra. Das ist eine kleine Tesla-Spule vorne dran. Da ist der Bull, der Heavy Assault Tank. Die werden alle mal ausgetestet an der Front. Ich möchte jetzt mal die Schildkröte sehen, bitte. Okay, da kommen ganz viele Luftbauer. Du Luftbauer. Helft mal mit beim Bauen von dem Teil hier. Ich möchte konverten. Danke. Wisst ihr was, ihr macht mir auch nochmal sowas. Ihr macht mir nochmal einen Fusionsgenerator und ihr macht mir nochmal einen Umwandler. Oh Gott, nein, nicht durchbrechen. Bitte gewinnt noch nicht. Ich hab noch nicht alles von der Fraktion. Okay, ihr müsst mir schnell dann, sobald ihr hier fertig seid. Die müssen mir schnell, sobald sie fertig sind, mal noch ein experimentelles Ding bauen. Einfach zu sehen, was ich in der Theorie bauen kann. Ich glaube, meine Verbündeten brechen da jetzt durch. Und das Ganze ohne meine Hilfe. Ich habe da nicht viel gemacht. Das ging für die anderen runter, weil sich der Commander davon geopfert hat. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen kritisch für die KIs hier. Dauert denn das so lange? Immer noch 2,5 Minuten, obwohl da so viele dran bauen? Labert nicht. Ah, oh, das sind die Schildkröten. Oh Gott, sind die drollig. Komm, fahrt mal übers Wasser, ich möchte das sehen.
Und ja, für alle, die jetzt dazugekommen sind, wir spielen ja gerade ein 8 gegen 8 effektiv gesehen. Ich habe jetzt 10 KIs hinzugefügt, aber ein paar spielen hier doppelt. Also man kann hier wirklich 16, stellenweise sogar bis zu 20 Spiele machen. Also es ist auch wirklich sehr viel größer und besser optimiert in der Hinsicht als Supreme Commander, dass man größere Schlachten mit mehr Spielern machen kann. Wie gesagt, auf Lasten der Optik, muss man natürlich sagen. Supreme Commander hat natürlich realistischer ausgeschaut. Und das Spiel schon. Hier, guck mal, die Schildkröten, sie schwimmen. Oh, Hilfe! Eine Stampede, eine wilde. Aus Delfinbooten. Die landen mir mal da hinten, das möchte ich sehen. Sind meine Türme gebaut worden schon? Ah, die sind noch in der Aufbau. Mein Fuck. Ja, die stoßen jetzt halt vor, ne? Schwierig. Ich bin noch nicht fertig. Heiß und fertig. Heiß und nicht fertig. Wie nennt man der Film mit Unterhose? Slipper, ist klar. Die schwimmen nicht, die tauchen. Oh. Los, meine Schildkröten! Ja, stimmt, die fahren auf dem Boden entlang, ne? Pass auf, das sind Nahkampftanks, das sind so Schnappschildkröten, die beißen jetzt in den Gegner rein. Ich kann mich an so ein Video von so einer frechen Schildkröte erinnern. Das ist echt Wahnsinn. Da war so ein fettes Krokodil, das da gerade so ein Stück Fleisch futtern wollte. Was da so da ist, was so ein, glaube ich, so ein Mensch gegeben hat oder sonst irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Da war so ein kleines Stück Fleisch, da war so ein Krokodil, das wollte hin. Da kam so eine kleine Schildkröte um die Ecke, so eine freche, und hat es so weggeschnappt und ist schnell abgehauen. So hihihihi. Ich denke, Alter, das Vieh hat Mut, ey. Das ist echt nicht schlecht. Aber es kam damit durch. Das Krokodil hat einfach so blöd geguckt. Au, au, nicht auf meine Schildkröten. Oh, die sind aber gar nicht mal so schlecht für den Überraschungsangriff. Guckt euch das mal an. Die putzen da ein bisschen rein. Also wenn ich da jetzt richtig viele von hätte, hätte ich damit echt die Base ein bisschen demolieren können. Die Schildkröten-Tanks sind nicht schwach. Ja, die haben dann Geschütze oben noch. Oh. Oh, Kettenreaktion. Kettenraucherreaktion. Der Grave-Robber wird jetzt ein bisschen gegrave-robbt hier. Voran gekopstumt. Okay, baut mir mal das Experimental-Gedöns. Please. Was kann ich da bauen? Das möchte ich wissen. Was könnte man hier holen? Assault Mac, der Razorback. Mit zwei Gatlings. Das hätte ich eigentlich gesehen. Der Tor. Boah, Experimental Terminator Tank. Titan, Assault Mac. Okay, das hört sich alles interessant an. Nichts davon werde ich mehr sehen können. Weil meine Verbündeten gerade das gigasamte Karte wupen. Nein, und für noch eine Runde wird es mir dann doch zu spät, muss ich sagen. Ich muss morgen halbwegs früh raus. Besser als piktische Bootskrieger, ja, das stimmt. Aber wir wissen schon mal, was geht. Also, sagen wir es mal so, habt ihr einen kleinen Anreiz. Also für alle Leute, die mal diese Sachen sehen wollen, ihr könnt jederzeit das Spiel selber runterladen und es euch angucken. Ist kostenlos. Einfach erste Link in der Videobeschreibung. Get to the shopper. Ah ja, guckt euch an, wie viel los ist, und es läuft immer noch flüssig. Klar, merkt mal, es läuft nicht mehr mit absoluten 60 Frames die Sekunde. Ah, es ist ein bisschen behäbiger geworden, aber es läuft immer noch. Guckt euch mal an, was hier los ist. Und das ist immer noch ordentlich. Das ist nicht, dass jetzt so Ultra-Performance-Einbrüche werden. Da, wie gesagt, nicht mehr ultra-butterweich, aber flüssig genug, um es gut zu spielen. Vor allem, wie viele KIs hier gleichzeitig arbeiten. Auch noch adaptive KIs, die eigentlich mitdenken und sich anpassen. Da oben haben sie sich noch ein bisschen verschanzt, aber auch nicht mehr lange.
Hast du mal die Menge an Einheiten gesehen? Darf ich wenigstens zumindest so ein Razorback sehen? Darf ich mit dem irgendwo hinfeuern dann? Wenigstens. Beeilt euch! Das soll fertig werden. Aber die Karriere kommt dann schon mit ordentlichen Trupps an. Auch aus gemischten Einheiten. Die können auch befördert werden, ne, wenn ich das richtig sehe. Das bringt also dieses Fast Learning bei den Dingern, dass sie wahrscheinlich schneller befördert werden. Los, ihr zwei, ihr müsst noch ein bisschen überleben. Oh Gott, der da oben ist gleich, ist bald weg. Ich sag's euch. Putz. Oh, das ist ein Sprinter. Fast Raiderbot. Die sind echt schnell, ey. Yay. Was, das hat echt zwei Gatlings, das Ding. Oh, ich bin so ein Fan von so Mega-Ducker. Schieß mal irgendwas an. Oh. Das sind Laser-Gatlings. Das sind quasi diese Laser-Gatlings aus Command Conquer Renegade. Cool. Brrr. Nice. Obwohl ich maximale Stacker an normaler Gatling auch gefeiert hätte, muss ich gestehen. Drei Minuten. Das dauert zu lange. Den werden die mir nicht mehr sehen. Ah. Der Negotiator. Er stirbt. Wir sollen jetzt die Geschichte erzählen. Genau, Günthers Figur wird auf 3 Kilometer Entfernung gerendert. Da sagst du. Fakten einfach nur. Spricht fließend Fakten einfach, der Typ. Terminator-Tank und dann noch der Titan. Der Titan. Vanguard, Ultra-Ren, Heavy Plasma Cannon. Das Ding hat sogar eine echt lange Range. Ein Lunkhead, Heavy Hover-Tank. Hovere. Dass ich soll. So ein Hover-Tank einfach. Teutonischer Hover-Tank. Hovere. Oh, da wird noch gefightet. So ein Überwiderstandsnester. Gut, lebt noch ein bisschen. Ich muss noch Sachen gucken. Ey, schaut euch mal die Minimap an. Das schaut ja aus, wie so, wenn du im Zoo bist, diese Besucherkarten, wo alles bunt ist und du weißt gar nicht mehr überhaupt, wo irgendwelche Attraktionen sind, weil die alles übereinander geklatscht haben. Wie bei so Vergnügungsparks oder so. Genau so sieht es gerade aus. Übel. Ich habe gerade herausgefunden, wie du die Königin als Charakter in Stronghold 2 spielen kannst. Was? Die Königin? Hä? Okay. Lebt! Lebt! Der Einheitenstrom fließt aber auch nicht ab, ne? Ich frage mich, ob es ein Limit gibt überhaupt. Der Himmel ist das Limit. Autschi. Oh nein. Das sind die Vanguards. Oh, die haben so wirklich so Hoppen. Ja, die schießen wirklich auf den Boden. Leute, ihr müsst leben. Leben. Oh, er ist fertig. Okay. Zeig mir, was du kannst, Thor.
Oh, das ist. Ah, der ist ein fetter Tesla-Panzer. Oh, der lädt auch Raketen auf. Langsam. Haben die Raketen eine eigene Range? Sehe ich nicht direkt, aber der wird bestimmt Raketen einsetzen noch. Oh, den sehen wir bestimmt nicht mehr, ne? Ich meine, der von der anderen Fraktion war natürlich fancier. Die Bots, die die hatten, die gingen natürlich mehr ab. Aber ich glaube, das Ding wird wahrscheinlich auch stark sein und dürfen nicht vergessen, er kann doch noch eine Rakete reinhauen. Schauen wir mal, wenn der jetzt eine Rakete geladen hat. Jetzt gehen wir mal außer Reichweite. Ja, da schießt er doch nur in der Reichweite die Rakete. Aber wofür ist die? Oder ist die eine Anti-Air-Rakete oder sowas, dass ich gegen Luftziele verteidigen kann? Ja, er schießt die Raketen nicht. Gute Frage, was ist mit der... Okay, da sehen wir die Weapons. Heavy Lightning Cannon. Heavy Long Range EMP Starburst Rocket. Long Range EMP Laser. Oh. Interessant. Verstehe, es ist wirklich so ein reiner Energietank. Oh Gott, wird er hier gerade zerschossen. Oh, da ist aber immer noch Widerstandsnetz. Das funktioniert noch. Da irgendwas pew da. Pew, pew. Ich glaube, du musst auf den Launch-Button drücken. Oh, warte mal. Was ist denn Launch-Button? Tatsache. Launch. Oh. Oh. Das ist jetzt eine EMP-Rakete, ne? Verstehe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch automatisch abfeuert auf Gegner in der Nähe dann. Oh, das sind noch meine Schildkröten. Jawohl, dann können wir den doch noch sehen. Den haben wir jetzt auch schon im Einsatz gesehen, in Vanguard. Mal gucken, ob der Titan... Können wir da sehen, was seine Ausrüstung ist? Schon bevor er da ist, noch nicht. Guten Nacht, Tobi. Ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Jetzt wird gleich das Spiel zu Ende sein, dann war's das. Und oh nein, noch nicht sterben. Ich habe noch was zu gucken. Zu googeln. Dort gibt es doch nicht. Jawohl. Der Titan ist da. Was hast du denn so? Zeig mal. Deine Reichweite ist okay. Nicht so hoch. Okay, er hat einen großen Laser und zwei fette Kanonen. Der Laser muss aufladen. Ja, ich muss sagen, fancier. Von der anderen Fraktion waren die experimentellen Einheiten auf jeden Fall fancier. Aber ich weiß nicht, dass sie unbedingt stärker sein müssen, ne? Die können vielleicht auch stark sein, einfach. Oh mein Gott. Nukes haben wir ja schon gesehen. Okay, bringen wir es zu Ende, Leute. Feierabend. Oh, meine Kanonen. Piu. Gut, hab's den einen Typ getroffen. Tier 1 Fighter Bomber. Tier 1 Bomber? Tech 1. So, zwei Panzer, Artillerie, Rocket Launcher. Missile Truck. Und das in Repeat. Das gab es ja auch in Supreme Commander. Das ist dann ganz praktisch.
meine, im Falle habe ich eine Möglichkeit, wie wir denn da drüben, der sich da eingegraben hat, noch ordentlich restlich wegmachen. Ah, reicht nicht ganz von der Reichweite, aber von da würde es hinhauen. Mal gucken, wie lange der noch steht. Oh, was bist du? Ach, ein Titan. Die haben auch einen. Alter, was hat der an Booten? Junge, chill mal so langsam. Aber ich glaube, das ist auch eine reine See-KI, oder? Der hat nichts anderes als Schiffe gemacht. Die spezialisieren sich halt auch wirklich auf eine Sache, ne? Ich glaube, es ist auch das Beste in dem Spiel, das zu tun. Machen wir mal die Big Fucking Gun hierher. Die Big Freaking Gun. Aber ich glaube, das wird trotzdem ewig dauern, selbst wenn die ganzen Leute... Ne, 17 Minuten. Ne, vergiss das. Bis dahin sind wir fertig. Sind das alles Constructor? Ne, das sind alles Bots. Die Giganten hier, den Commander. Ah, hier, der hat so einen Mammoth hier. Oh, hat ihr mal alles abgeschossen. Schwärmt ihn! Holt mir den Mammut! Autsch! Okay, der Commander ist geplatzt. Okay, wir brauchen den. Okay, es ist vorbei. Team Stats. Och, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ha, guck mal, wie viel Damage wir gedealt haben. Ich habe auch. Guck mal, wie wenig ich received habe. Verrückt. Okay, nice. Ja, das war ein Blick in Beyond All Reason. Türkis, I'm under water, please help me. Supreme Co. Ist das nicht? Nee, das ist Beyond All Reason. Wenn in der Beschreibung noch Empire Earth steht, dann tut's mir leid. Dann muss ich das noch umändern. Das mache ich mal eben schnell live. Spiel. Beyond All. Ich glaube, das gibt's gar nicht auf Steam, oder? Nee, das gibt's gar nicht auf Steam. Dann lasse ich den Titel einfach leer. So. Alles klar. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen. Waren auf jeden Fall ein paar sehr spaßige Runden für alle, die Supreme Commander oder Total Annihilation gefeiert haben. Ihr könnt auf jeden Fall dem Spiel einen Blick wagen. Ihr könnt auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Das Spiel ist kostenlos, wenn ihr es in Singleplayer ausprobieren wollt. Also von daher gibt es nichts, was einen zurückhalten kann. Alles klar. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Als nächstes futuristisches RTS bitte auf 2150. Müssen wir mal gucken, wie ich das mache, ob er als... Könnte man bei auf 2150 auch Skirmishes machen? Dann könnte ich vielleicht reingucken, bevor ich mich entscheide, ob ich die Kampagne streame oder nicht. Aber ansonsten würde ich mal sagen, bedanke ich mich für euch allen fürs Zusehen. Das war jetzt der Bonus-Stream für Samstag. Und wir sehen uns dann, ja, was Videos angeht, sowieso bei den nächsten Videos. Morgen bei Stronghold wieder, beim Remaster und beim nächsten Stream am Freitag natürlich auch. Wieder richtig Lust bekommen, Supreme Commander. Ja, das geht mir aber auch so. Bei Supreme Commander, klar, ist es nicht so gut von der Performance, aber Supreme Commander hat seinen eigenen richtig großen Charme. Sowohl von der Musik, als auch weil die Schlachten ein bisschen realistischer wirken. Wegen der realistischeren Grafik. Hat schon was. Ja, kann man. Alles klar, Ryoshin. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zu kommenden Streams, bis zu kommenden Videos, was auch immer kommen mag. Bis dahin. Bye-bye.